So, eine neue Folge Junger Eve. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Jutta. Hallo, danke für die Einladung. Hast du einen, hast einen Vollnamen, Jutta? Äh, ich habe auch Nachnamen, Almeninger. Jutta, was machst du? Ich bin die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung in den Berlin. Äh, was macht so eine Präsidentin? Eine Präsidentin macht ziemlich viel. Eine Präsidentin ist dafür verantwortlich, dass äh, die Forschung sozusagen innovativ ist, dass sie auch äh, in die Öffentlichkeit spricht, dass sie einen Unterschied macht. Es ist eine problemorientierte Forschung. Warum bist du das? Warum bist du Präsidentin? Weil ich das wollte. Warum wolltest du das? Weil ich gerne führe und das auch kann. Woher weißt du das? Weil ich äh, Vorerfahrungen habe. Ich habe auch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit geführt und mhm. das habe ich sehr gut gemacht. Mhm. Das bescheinigst du dir selbst? Nein, es bescheinigt mir der Wissenschaftsrat. Okay. Und äh, wie lange bist du jetzt schon Präsidentin bei dem WZB? Seit 15 Jahren. Und auch da bekam ich die Bescheinigung des Öfteren äh, von äh, in Evaluationen, die am WZB alle sieben Jahre das sind. Ist Insofern ist es äh, keine Überheblichkeit, sondern es ist eine testierte Fähigkeit. Warum machst du das so gerne? Weil ich gerne mit Menschen arbeite, äh, weil ich weiß, dass ich auch gerne in die Öffentlichkeit reinwirke äh, und dass ich genau die Anlage des WZB, nämlich nicht nur so eine La-Polar-Politik zu machen in Wissenschaft, sondern tatsächlich eine Untersuchung mache und Untersuchungen gemacht werden, die äh, einen Unterschied machen für absolut Wichtigkeit, halt, insbesondere für die Sozialwissenschaften, aber nicht nur da. Was ist La-Polar-Politik? Lapolar ist Schreibtischpolitik. Ich mache etwas und dann versenken wir das. Äh, entweder in Büchern, die eine Auflage haben von zehn Stück oder in Peer-Reviewed Journals, in irgendwelchen Organen, die ganz wenig gelesen und rezitiert werden. Mhm. Insofern. Wie verhindert ihr, dass ihr keine Lapolarpolitik politik macht? indem wir äh, wunderbare Kommunikationsabteilungen haben, die die Wirkung sehen. Und dann können wir sehr schön verfolgen, dass äh, zwischen den ersten Arbeiten, die wir machen, und dann beispielsweise Koalitionsverträgen äh, eine Korrelation besteht. Das heißt, die finden sich da wieder. Und der nächste Schritt wäre natürlich, dass aus einem Koalitionsvertrag dann auch ein Stück tatsächliche Politik wird. Also Gesetze. Und ist das Geheimnis dann wirklich jetzt nur die PR und die Kommunikation? Wie quasi das ist überhaupt nicht geheim ist, so sollte es denn geheim sein. Ja, ich meine, jetzt, ihr habt wissenschaftliche Erkenntnisse und dann braucht es gute Kommunikation, damit dann das nicht so Dann müssen das erstmal hier äh, aufschreiben. Mhm. Äh, ich meine, wir haben jetzt hier keinen Kommunikationschef, der parallel die wissenschaftliche Forschung macht. Ah. Er redet dann mit uns und fragt so, Leutchen, was ist denn da rausgekommen? Und äh, dann arbeitet er mit uns in Übersetzungen. Und das äh, ist dann äh, etwas, was über unterschiedliche Medien Tatsächlich an die Politik kommt, oder natürlich der andere Weg, dass wir von der Politik und nicht nur von der Politik, hm. auch von der Zivilgesellschaft eingeladen werden äh, zu Anhörungen und äh, von daher unser Wissen auch weitergeben können. Aber wir re reagieren nicht nur sozusagen passiv auf Anfragen, sondern wir reagieren aktiv auf Anfragen. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass manche Ergebnisse, die ihr präsentiert, eher Gehör finden in der Politik als andere. Ja, weil sie halt äh, gutmütiger sind, vielleicht auch besser in Geschäftsprogramme passen. Bei der Bundesagentur für Arbeit war das natürlich so: das ist eine Ressortforschungseinrichtung, wie zum Beispiel das RKI oder andere, äh, wo äh, schon dann immer die Frage war, passen die und die Ergebnisse damals zur Arbeitsmarktpolitik, äh, mhm. zu der Geschäftspolitik der Bundesagentur oder zu äh, der politischen Pragmatik, äh, welcher Partei auch immer die in der Regierung war. Aber für was hat man Wissenschaft, wenn man sie im Schreibtisch verstecken muss? Kannst du mal ein Beispiel geben, welche Ergebnisse so gut in die Arbeitsmarktpolitik naja, gepasst haben zum und, Beispiel, und, und, und welche nicht? Naja, wenn man zum Beispiel sagt, also auch ein Mindestlohn, der hoch ist, führt nicht dazu, dass alle sich in Faulheit wälzen. Mhm. Dann ist es natürlich die Frage, ist das so? Oder muss man sagen, dass je höher der Mindestlohn ist oder je mehr Hartz IV man zahlt oder jetzt Bürgergeld man zahlt, desto mehr Faulheit produziert man? Ich, ich hoffe nicht, dass ihr jetzt zum Ergebnis gekommen seid, dass äh, mehr v dann tatsächlich produziert wird. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Also mhm. die Leute, die nehmen das, und äh, wenn sie es überhaupt bekommen, und äh, haben eher eine längere Zuchtzeit, äh, um dann äh, Jobs zu finden, die für sie eine Sinnhaftigkeit haben. Und das ist äh, gut, weil es auch gesundheitsfordernd ist, weil es produktivitätsfordernd ist und weil es eben nachhaltiger ist. Und euer Erkenntnisse im Mindestlohn sind jetzt auf Wiederklang bei der Politik gestoßen und da wollten die das ja nicht wissen. Das, ich hatte ja nach beiden... Damals? Bef ja? Ach, ja, weil ich habe jetzt gerade für das EHB geredet. Also im Moment, die Mindestlohnkommission tut ja ihre Arbeit und der Mindestlohn ist jetzt da halt durch. Und das ist ja auch eine sehr gute Entwicklung, die ja unsere Armutsquoten sehr deutlich gedrückt hat äh, und die für ein anständiges äh, Leben auch sorgen können. Ja, hm. meine die Politik... Sagt ja bei der Mindestlohnkommission, die Kommission soll das äh, ausbaldovern, aber beim 12-Euro-Mindestlohn von der Ampel, das hat ja die Politik festgelegt. Warum? Ja, aber aus guten Gründen, weil es natürlich inflationsbedingt und preissteigerungsbedingt war. Aber wenn die Politik das einmal gemacht hat mit 12 Euro, warum machen wir das nicht jedes Jahr? Äh, weil es äh, natürlich darauf ankommt, wie sich äh, die unterschiedliche Entwicklung in den unterschiedlichen Branchen darstellt und wie das zu so der Kaufkraft ist. Die Mindestlohnkommission ist gar nicht so groß. Als dass sie das alles abbilden könnte. Insofern hat man natürlich aus den steigenden Armutsquoten, die wir in der letzten Zeit hatten, gelernt und sagte, wir setzen das jetzt. Es war ja auch ein stufenweiser Anstieg mhm. hoch. Also ich würde nicht sagen, dass das äh, die Wissenschaft, die ja dann in der Mindestlohnkommission vertreten ist, ich war da auch mal drin am Anfang, äh, mhm. diskreditieren würde. Bist jetzt zufrieden, dass der Mindestlohn 12 Euro ist in Deutschland? Ich finde das ist eine absolut äh, wichtige äh, Entwicklung, äh, weil ich nicht denke, dass Leute arbeiten sollten und dennoch in äh, Armut leben, also working poor. Aber es, also die zwölf Euro genug? Äh, die zwölf Euro sind äh, erstens äh, mal ein ganz deutliches Anheben gegenüber dem ehemaligen Mindestlohn. Und wenn man äh, diese zwölf Euro da nimmt äh, und sie berechnet auf eine vollzeit äh, mhm. äh, dann liegt man deutlich, deutlich äh, über der Armutsbemessungsgrenze. Aber ich, ich erinnere mich auch des BMAS, also Hubertus Heil, Ministerium hat 2018 schon ausgerechnet, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, der Mindestlohn, man, man bekommt das ganze Erwerbsleben, diesen Mindestlohn, da landet man... Äh Unterhalb der Altersarmutsgrenze und eigentlich müsste der Lohn 2018 schon bei 12,84 Euro gelegen haben. Ja, da gehen wir davon aus, dass der Mindestlohn oft auch ein Einstiegslohn ist und von diesem Einstiegslohn äh, andere Tarifstufen äh, erreicht werden können und das zeigen auch erste empirische Ergebnisse dazu. Wir haben ja sogenannte Lebensverlaufsanalysen, wo man nicht nur den äh, Bestand sieht und den Querschnitt sieht, sondern tatsächlich die Entwicklung über der Lebenszeit. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, Jutta, ich fände einen 13-Euro-Mindestlohn besser für unsere Gesellschaft? Das verhandle ich nicht mit dir am Tisch. Ja, aber was ist denn deine persönliche Meinung? Ich habe dazu gar keine Meinung. Das ist eine Frage dessen, dass man das ausrechnet, wie sich das verhält, auf der einen Seite zur Armutsgrenze, in der anderen Seite zu dem durchschnittlich erwirtschafteten Bruttoeinkommen pro Monat äh, und wie sich das differenziell in den einzelnen Branchen entwickelt. Mhm. Aber das äh, ist hier kein Tischgespräch. Ich wollte es probieren. Ich stehe alles offen. Ich, ich, ich halt höre ja zwei dazu. Ich, ich habe einfach gefragt, äh, welche Ergebnisse die Politik eher nicht so gerne hört von euch. Äh, hast, du mal, hast du mal, ein Beispiel? Was wären die so ab? Na, das hatte ich ja schon gesagt. Also als es äh, damals um äh, Fragen geht, äh, ich gebe mal ein Beispiel. Äh, soll man Personen, die arbeitslos gemeldet sind, mhm. gibt man denen jetzt erst mal zwölf äh, Monate oder 18 Monate von der Weiterbildung? Das heißt, äh, sie sind diese zwölf oder 18 Monate nicht im Arbeitsmarkt. Äh, sie brauchen soziale Transfers. Sie zahlen keine Steuern. Mhm. Oder äh, versucht man sie so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt reinzuvermitteln? Das sind ja zwei unterschiedliche Schienen. Ja, und, äh, das Irgendeine Arbeit und eine anständige Arbeit. Irgendeine Arbeit oder es muss ja nicht nur eine anständige sein, sondern es muss eine Arbeit dann sein, wo wir wissen, dass sie eine Zukunft hat, dass sie nicht wegrationalisiert so und so etwas. Ja, das. Und ähm, das waren schon äh, ganz heikle Fragen. Insbesondere muss man sich ja vorstellen, dass ich damals 2004 bei der BA gearbeitet habe, wo wir einen wesentlich höheren Sockel hatten an äh, Arbeitslosigkeit. Äh, und von daher ist das natürlich auch richtig in die Finanzen reingegangen. Das heißt, mhm. hier äh, spielen sich natürlich finanzielle Möglichkeiten des Bundes und der Länder mit wissenschaftlichen Ergebnissen, dass äh, wir zwölf oder 14 Monate längere Weiterbildungen oder Umschulungen, wie es so schön heißt, äh, für nachhaltiger, das sind dann Erwägungsprozesse und natürlich letztendlich auch Finanzierungsprozesse. Das äh, muss dann natürlich die Selbstverwaltung entscheiden, aber es muss zunächst mal auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Wenn du sagst 2004, erinnere mich natürlich, das war ja so die Zeit, Hartz IV wurde dort äh, erfunden und im Gesetz da gegossen. Da endete dann meine Zeit der Beurlaubung in München, wenn du darauf hinaus möchtest. Weil? Weil ich in München äh, ja meine Professur hatte und für die äh, Arbeit am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ja nur für eine gewisse Dauer freigestellt werden konnte. Das ist ja einer der elendiglichen Faktoren hm. der deutschen Hochschullandschaft, dass diese Freistellungen nur immer begrenzt sind. Insofern war ich da gar nicht direkt äh, einbezogen. Aber du bist ja SPD-Mitglied, denn die SPD hat das vorangetrieben. Wie findest du es jetzt im Nachhinein? Ähm, die SPD hat sich ja auch davon verabschiedet, sonst hätten wir das Bürgergeld nicht. Also bist ganz froh, dass sie sich davon verabschiedet hat? Ich finde das ist einen richtigen Zug, ja. Aber so richtig so so ein, so ein richtiges Sorry an die Bevölkerung gab es jetzt nicht. Ne? Naja, also äh, das ist ja schon die Frage, äh, was äh, daran positiv war, was daran negativ war. Und es gibt ja hier positive Elemente, die man auch äh, sehen muss, nämlich das Zusammenziehen von Leistungen. Mhm. Äh, und äh, insofern ist es nicht eine Schwarz-Weiß-Malerei, aber ich bin froh, dass wir über diese Zeit weg sind. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir heute in ganz anderen Zeiten leben angesichts der demografischen Entwicklung, ja. angesichts der Arbeitsmarktentwicklung äh, insgesamt und natürlich auch des Bildungsniveaus. Aber dass wir jetzt durch Hartz IV und so weiter den größten niedrigen Sektor Europas haben, ist das ein Erfolg. Und den Erfolg? jetzt auch wieder abbauen. Wie lange dauert das? Wissen wir das? Das äh, kommt darauf an, wie wir unsere Arbeit äh, schneiden, wie stark wir auch diesen Mindestlohn durchsetzen. Den Mindestlohn zu haben, heißt ja nicht, dass er in allen Branchen tatsächlich durchgesetzt wird, weil man ihn natürlich konterkurieren kann mit äh, sozusagen mehr äh, Arbeitszeit, die da nicht bezahlt wird. Und hier, glaube ich, müssen wir noch ansehen in der Überprüfung. Kommen wir mal kurz zu dir, bevor wir über die verschiedenen Themen reden. Du bist ja gut vorbereitet. Äh, Gerne immer. Ist doch mein Job dann, oder? Natürlich. Ich, äh, Bedanke mich ja für die Zeit. Bist du Soziologin, ne? Ja. Warum bist du Soziologin? Weil ich die Interaktion von Menschen. Äh ursprünglich mit der gebauten Umwelt äh, für ganz wichtig erachte Ich komme aus einem Elternhaus, mein Vater war Architekt und hat gebaut und gebaut. Und ich dachte oft, ja, ist denn das, was er baut, auch tatsächlich das, was die Menschen brauchen, insbesondere damals über einen wechselnden äh, Familienzyklus hin. Also man baut ja irgendwie so, dass dann eine Familie mit drei Kindern damals noch äh, reinpasst oder man hat so eine Standardfamilie ohne sich klar zu machen, dass die äh, Leute ja irgendwie älter werden und die Kinder werden äh, größer und ziehen dann aus und äh, diese Inflexibilität von Wohnungen äh, hat mich damals massiv äh umgetrieben natürlich heute wieder äh, logischerweise wenn wir über Homeoffice und so weiter reden das war ein Grund der andere Grund äh, war die Art der Bebauung wo ich mir dann dachte warum baut man in die Höhe wenn gleichermaßen die Abstandsregelungen damals nicht zwischen Windrädern und ja. Häusern sondern zwischen Hochhäusern riesig sind weil ansonsten da in so einem Wirbelwind dann nach oben geflas also ja was ist und äh, da habe ich mich tatsächlich äh, sehr reingehängt als Jugendliche ähm, oder wie ich habe mich, hab mich mit 17 noch als jugendlich gefühlt, insbesondere von meinem jetzigen Alter her gesehen. Das darfst du, das darfst du. Was hat Papa dann gebaut, gebaut? Äh, richtige Wohnsiedlungen. Und das Tollste an diesen Bebauungen waren immer diese äh, paar Prozentpunkte, die es für Kunst am Bau gab. Da wurde dann immer das Töchterlein gefragt. Was heißt das? Dass wenn äh, Bauten öffentlich ausgeschrieben sind, dass dann eine gewisse Summe, der äh, gewisser Anteil der Bausumme äh, für Kunst am Bau ausgegeben wird, muss. Zur... Ach, das wusstest du gar nee, nicht, das, das ist, nicht. ist immer noch so. Da habe ich dir was beigebracht, ja. das finde ich ja toll. Wie denn durftest du an der Wand malen, oder was? Nein, aber ich durfte mir natürlich die Vorlagen anschauen. Und mit auswählen? Ja. Okay, was hat Mama was gemacht? Äh, meine Mutter hat äh, ihre äh, Ausbildung niedergelegt, als ich zur Welt kam. Und dann nicht mehr gearbeitet? Ja, sie hat dann die drei Kinder zur Welt gebracht und irgendwann hat sie wieder gearbeitet, weil mein Vater früh starb. Aber ist das so eine, das so eine typische westdeutsche Familie gewesen? Papa äh, verdient das Geld und Mutti äh, zieht zu Hause die Kinder groß? Ich glaube nicht, dass wir damals äh, typisch waren, weil beide meiner Eltern Abitur <laughs> haben. Beide haben angefangen zu studieren. Mein mhm. Vater hat das äh, Studium äh, vollendet. Meine Mutter äh, wurde ich glaube gar nicht frühzeitig schwanger war mit meiner geburt äh, das studium abgebrochen. insofern waren wir äh, mit sicherheit keine äh, übliche familie weil wir äh, wirklich in, in sehr guten äh, lebensverhältnissen gelebt haben und äh, die äh, meisten personen nicht äh, von eltern erzogen wurden die den Bildus bildungsstatus meiner eltern hatten und auch nicht äh, die finanziellen möglichkeiten meiner eltern. Ich, ich, ich komme aus der DDR, da wurde ich nach einem halben Jahr schon in die Krippe gesteckt, damit Mutti auch arbeiten kann. Bei beruhen. mir gab es keine Krippe, in die man mich hätte stecken können. Weil Westdeutschland, oder was? Ja. Wie, wie kommt das? Kannst, kannst du das erklären, Herr Soziologin, warum die Westdeutschen äh, das nicht hatten? Äh, die Ostdeutschen haben von Anfang an auf die Erwerbstätigkeit der Frauen setzen müssen aus ökonomischen Gründen. Das mhm. weißt du besser. Und äh, wir machen das ja. Ich finde die interessantere Frage, warum äh, bei der Wiedervereinigung Deutsch, also Westdeutschland, nicht das Ostdeutsche Modell übernommen hat. Also bin ich äh, das, da das die Frage ich, das ein bisschen ich fragen, ja. korrigieren kann. Also äh, insofern damals äh, hatten wir, äh, wir haben es in einer gewissen Weise strukturell immer noch. Dieses einverdienermodell modell und es galt als schick, die Frau von der Warbsädigkeit befreien zu dürfen. Das war ein Statusmerkmal in Westdeutschland erster Klasse und dem haben sich auch Frauen dann irgendwie gefügt, weil ja so normative Vorstellungen tatsächlich auch Verhaltenskonsequenzen haben. Das sehen wir jetzt noch in unseren Studien mhm. immer und immer wieder und es ging auch nicht anders. Also, äh, meine Großmutter war selbst äh, erwerbstätig. Also, sie hätte sich äh, schön gefreut, wenn sie da drei Kinder hätte äh, erziehen müssen. Also, wenn sie so und ähm, Internate für dieses Alter gab es auch nicht. Also, insofern gab es halt nur die Mutter und ja. Das nur nehme ich zurück. Es gab glücklicherweise meine Mama. Ist das auch der Grund, warum es ein Ehegattensplitting gab? Ich, meine, das, das, ich damit, weiß nicht, woher du die Zuversicht nimmst, den Imperfekt zu wählen. Wir haben immer noch ein Ehegattensplitting. Danke. Ist das der Grund, warum das ist? seit Jahrzehnten ja. ist? Es das? ist natürlich. Tatsächlich der Ausgleich und mein Vater musste äh, doch deutlich geringere Steuern zahlen, weil meine Mutter ja kein Einkommen hatte. Er hatte das Einkommen. Es wurde dann dir durch zwei äh, geteilt. Und äh, ich kann jetzt retrospektiv nicht nachvollziehen, ob er das gesparte Geld oder die, also die niedrigeren Steuersätze dann äh, gleich verteilt hat oder meiner Mama äh, dann zur Verfügung stellte. Konntest du nicht verstehen, ob dein Taschengeld erhöht wurde oder nicht? Ja, davon möchte ich gar nicht reden. Ich wurde immer kurz gehalten. Extrem. Wieso? Weil äh, man dachte, dass ich so eine richtige protestantische Ethik nur dann an den Tag lege, wenn ich bei Bassermann-Kirchen äh, aussteine und äh, bei der Bundesgartenschau, die jetzt wieder in Mannheim ist, äh, im Kassenhäuschen sitze oder bei Karstadt irgendwelche Windeln wickle und so Zeug. Aber das muss ich ja nicht ausschließen. Ich habe ja auch damals ein bisschen Taschengeld bekommen, aber trotzdem nebenbei ein bisschen was dazu äh, Bei verdienen mir war das äh, nicht so richtig freiwillig. Ich äh, wurde die, schon in einer Die allen haben die zur Fehl. Arbeit geschickt. Ich würde auch nicht sagen, geschickt würde ich sagen. Gezwungen, wenn du jetzt gezwungen gesagt Nein. hättest, dann äh, glaube ich hätte ich das nicht bejaht. Aber geschickt, ja, das äh, musste sein. Ist das gerne gemacht? Also, äh, retrospektiv äh, muss ich sagen, dass ich äh, vielleicht auch deswegen Soziologie studiert habe, weil, wenn man natürlich in so einer Fabrik am Fließband steht für vier Wochen und sieht, was da abgeht, äh, mhm. dann äh, wird man natürlich sehr stark geortet. Und das ist das, was meine Eltern äh, wollten. Äh, damals fand ich das nicht cool, ehrlicherweise, insbesondere nicht, wenn man mit äh, Freundinnen und Freunden da unterwegs ist, die ihre Freizeit hatten und da abends einen heben konnten, während ich da äh, am nächsten Morgen um sechs aufstehen musste. Was also meinst du mit stark geortet? Verortet. Verortet, was heißt? E das? Geortet. Ja. Naja, ich weiß, wie es draußen ausschaut. Ist das erstmal nichts Schlechtes? Ich sage ja, ich bin froh darum. Hast du denn mit deinen Eltern darüber gestritten? Äh, als ich dann so mal, also ich habe ja mit 14 angefangen zu arbeiten. Äh, als ich dann äh, 17 war, habe ich darüber gestritten, aber dann war ich ja auch aus dem Haus draußen. War der Streit erfolgreich? Konntest du ein bisschen für Einsicht sorgen? Er hat äh, für Aufstiege gesorgt, sagten wir mal so. Also äh, bei der Bundesgartenschau Leute rumzuführen, äh, war schon mal was Besseres als Kerne auszusteinen. War das dein Lieblingsjob als, als junge Frau? Die Kerne auszusteinen. Mhm. Da habe so. ich am meisten gelernt von allen. Warum? Was hast du dann gelernt? Äh, Telleristisches Arbeiten. Was ist das? Terroristisches Arbeiten heißt eine hohe Zerlegung dessen, was man zu tun hat. Also die eine, die musste die Kirschen waschen, die andere musste sie umdrehen, ob was faul ist, die dritte musste sozusagen die Steine raus, die Steine rausmachen, die vierte musste schauen, ob die Steine. Also es war nicht so, dass man diese Kirsche bekam, anschauen durfte, äh, gucken konnte, ob da ein Wurm drin ist, und die aussteinen durfte und dann das bis zur Marmelade verarbeitete, so dass man dann sagte, ja wow, ich habe jetzt ein Glas Marmelade erzeugt. Das wäre cool gewesen, sondern ich musste halt immer nur Kirschen entsteinen und wurde von dem Produkt meiner Arbeiten enteignet. Schlimm? Das durfte ich dann kaufen. So schlimm? Unbefriedigend. Also, das ist es, ist, es ist deshalb unbefriedigend, weil man ja sieht, was bei der eigenen Arbeit gar nicht rauskam. Also kam da jetzt Kompott für Waffeln raus oder kam da Marmelade raus oder kam da irgendwas für Eiscreme oder sonst irgendwas raus. Also ich fand immer, dass man von dem Produkt und dem Ergebnis der eigenen Arbeit entfremdet wurde, um das mal so auszudrücken. Hast du denn auch Karl Marx gelesen, schon als junge Frau? Ähm, ich höre da jetzt einiges raus. Äh, ja, ich weiß, Also wir reden jetzt ja öfters über unterschiedliche Definitionen von jung. Ich, vorhin ging es um 17, so habe ich auch Marx gelesen. Ja. Schön. Ja. Hattest du trotzdem Freizeit? Ich mache mir doch die Sorgen, dass du deine Freunde nicht sehen konntest. Nee, ich hatte keine Freizeit, weil ich Leistungsschwimmerin war. Du auch? Ja. Ich war auch schwimmer. Ach, das sieht man dir äh, auch an. Was bist du geschwommen? Ich äh, bin geschwommen Brust und ja Brust. Wie gut warst du? Sehr. Bist bei Olympia gelandet oder was? Äh, nein, das war mein großes Ziel. Äh, das habe ich da nicht geschafft, weil ich, äh, ich habe ja noch eine zweite Eigenschaft außer kinder also oder mehrere. Ich kann Kirne, äh, Kirschen aussteinen. Ich kann äh, wirklich nach wie vor sehr gut schwimmen, äh, aber ich habe auch Trotzköpfe und irgendwann war mir das zu blöd. Wann hast du das gemerkt? Äh, eines Morgens im Alter knapp 15. Wie lange bist du geschwommen? Also wann hast du angefangen? Sechs Jahre. Mit sechs. Wie, wie, was war dein größter Erfolg? So Regionalmeisterschaften Deutschlands? Mhm. Ja? ja? Willst du nicht sagen? Ich wollte äh, tatsächlich, ich war ja äh, schon so. Du hast ein fahren, als äh, doch ich war. Gut. Finde ich, ja ja find ich ja schade, dass du das so ja, nicht Es äh ist ja jetzt kein Wunder. Ich meine, ich habe ja auch körperliche Vorteile. Ich bin groß hier, meine Armspanne ist immens. Äh, und insofern ist das nicht. Das ist genau wie das Abitur. Ja, das hatte ich auch pränatal und äh, in einer gewissen Weise hatte ich auch meine Schwimmfähigkeiten pränatal. Warst hm. du eine gute Schülerin? Äh, wenn ich Spaß dran hatte, ja. Also, ich habe äh, schon, was weiß ich, ich glaube, mit 13 habe ich den Gustav Heinemann-Preis äh, gewonnen über Kotzebue in Mannheim. Äh, und so, äh, wenn ich keinen Spaß dran hatte und mit dem Schwimmen, das, das waren ja dann immer so Abwägungen. Aber du warst nicht auf einer Sportschule oder sowas, was, gab es damals noch nicht? Es gab es in Heidelberg, also Entschuldigung, es gab in Heidelberg das Leistungszentrum. Da warst du? Ach, das gab es damals auch schon. Ich so ein Gruft, die bin ich jetzt auch noch nicht, mit Verlaub. Er ja, ist schön. Das, das habe ich nicht gewusst, dass du Schwimmerin warst. Ähm, gut. Auch da ist der Imperfekt falsch, weil ich immer noch sehr viel schwimme. Aber wahrscheinlich nicht mehr so schnell wie, wie damals. Ich würde eher sagen, so lange wie damals, nicht mehr und auch nicht zu so frühen Abend- und Morgenzeiten. Bist du äh, in deiner Jugend, jetzt bis 20, sag ich mal, bist du da schon politisiert worden? Hast du dich schon mit Politik interessiert? Habt ihr zu Hause darüber geredet? Wir haben zu Hause äh, sehr viel darüber geredet, weil es äh, unterschiedliche Meinungen innerhalb der Familie gab äh, und auch der erweiterten Familie. Insofern war das einer unserer äh, ja, großen Themen, ob man jetzt die FAZ oder die Süddeutsche liest und so weiter und so fort oder die Zeit und. Worüber habt ihr da diskutiert, wenn es, wenn es unterschiedliche Haltungen gab? Ich meine, du bist 56 geboren, wenn ich das so überlege. 68er kam wahrscheinlich noch zu früh. Du warst zwölf. Also ich meine, mein Vater. Ich meine, war das ältere? Sagen, so sagen wir mal so. Nein, äh, überhaupt nicht. Äh, sagen wir mal so. Äh, ich würde eigentlich äh, mit äh, so einem Stillschweigen, also man durfte das nie so genau wissen, was eigentlich die Eltern wählen. Uh. Und, äh, ja, weil man die Kinder jetzt nicht so richtig beeinflusst. Also es gab, es gibt ja immer noch äh, ein Wahlgeheimnis. Meine Eltern haben mir gegenüber dieses Wahlgeheimnis genutzt, ja. Konntest du nicht Aber mein Sohn sagt mir auch nicht, was er wählt. Insofern, äh, ich sag, ja, also bei mir ist es jetzt... So ja, kann ja jeder behaupten, so. was er wählt, und dann kannst du es ja nicht nee, überprüfen. So nee, ist, so ist der Typ nicht groß geworden. Der behauptet nicht einfach sowas. Der sagt mir dann schon, was er macht. Oder er sagt, er sagt mir es nicht, was er macht. Aber finde ich, deine Eltern haben dir wollten die nicht verraten, was sie wählen? Nö, ja, so schlimm ist es auch nicht. War, war ihnen peinlich, dass sie CDU gewählt haben oder was? Oder? Ich glaube gar nicht, dass die beide CDU gewählt haben Aber es war, also wenn du fragst, um was es da ging, dann war okay. es schon so, äh, ja was? Ja, was denkst du denn, dass ich wähle? Das war schon bildend, weil Hast man dann du? so Wahlprogramme äh, lesen musste und dann konnte man das so, also. Hm? Also hast du gesagt, guck mal, also eigentlich passt ihr mehr zur FDP als ja, zur CDU, weil es gab ja jetzt nicht so viele Parteien, ne? FDP, CDU, SPD. Es gab die SPD schon auch, also überhaupt ja. Urlaub, ja. ja. Also, nein, nein. Ja, ja. Aber grüne, linke, AfD von heute, das hatten wir nein, damals es, nicht. Äh, ja. Nein, nein, es war ein Gesprächsthema. Wann bist du richtig politisch geworden? Äh, Pompi, äh, ich glaube, das äh, war tatsächlich mit der Entscheidung nicht Architektur zu studieren, sondern Soziologie zu studieren. Und wenn man Sozialwissenschaften studiert, ist es ziemlich schwierig, nicht politisch zu sein. Oh. Weil die Sozialwissenschaften, also insbesondere das, was ich mache, das ist eine sehr stark empirisch getriebene Sozialwissenschaft ist, was ich schon immer gemacht habe. Also sehr mit, mit großen Datensätzen, also auch quantitativ empirisch, ich arbeite überhaupt nicht qualitativ empirisch, ähm, hat man natürlich sehr schnell die Sozialstruktur Deutschlands. Und wenn man die Sozialstruktur Deutschlands hat, kommt man nicht umhin, sehr große Ungleichheiten festzustellen, sowohl was Gesundheit betrifft, als auch was Wohnen betrifft, äh, als auch was äh, Einkommen betrifft, Bildung betrifft. Also man könnte die Palette einfach durchziehen und also sie wird ja immer größer vermögen. Da können wir gleich noch drüber reden, aber das hast du da vorher nicht gewusst, dass du irgendwie politisch wärst, wenn du jetzt auf einmal Soziologie studierst. Das hast du im Studium Nein, gemerkt? Oder? Ich meine, dieses Studium ist ja äh, eines, was äh, einen sehr stark auch von der Theorie her äh, an soziologische Ungleichheitsforschung bringt. Insofern hat man natürlich da eine theoretische Basis dessen, was man früher, ich hatte ja schon meinen Kirschenaussteinen da erwähnt, sozusagen ganz klar gesehen hat. Und ich glaube, es waren eher diese eigenen Arbeitserfahrungen, die mich politisiert haben, als dann das nachträgliche Lesen durchaus wichtiger Theorien und aggregierten Zahlen. Was hat dein Arbeiten in der Jugend mit, mit, dem, mit der jungen, politisch denkenden Jutta gemacht? Was, was für ich habe da damals sehr politisch, also ich wurde sogar rausgeschmissen, weil ich in Krawall, also bei Bassermann in Schwetzingen. Du wurdest rausgeschmissen? Ja. Weil du aufgemuckt hast? Nein, ich habe nicht aufgemuckt, sondern eine Nachbarin, die am Fließband stand, hat aufgemuckt und wurde dann verwiesen und das fand ich vollkommen deplatziert, weil sie eigentlich gar nichts Falsches gemacht hat. Ich stand ja neben ihr. Sondern äh, irgendwie eine Kirsche nicht vom Boden aufgehoben hat. Also, es war eine Lapalie und das fand ich total unmöglich, wie man mit ihr umging. So. Und hast du dich solidarisch gezeigt? Ich habe mich erstmal, ja, so kann man es auch ausdrücken. Ich, es also war eine äh, Person, die gar kein gutes Deutsch sprechen konnte. Ich bin dann für sie zur Geschäftsführung gegangen und. Äh, Meinte auch, man sollte sich jetzt bei ihr entschuldigen und sie wieder einstellen und ja, diese Form der Solidarität. Und die Geschäftsführung hat gesagt: äh, Kannst du vergessen, Jutta? Und du hast gesagt, dann schmeiße ich hin. Oder haben die dich dafür rausgeschmissen? Äh, sie meinten, dass das ein unangemessenes Verhalten meinerseits gewesen sei. Ich wurde gegangen. Wow. Naja, es gab ja da noch keine Gewerkschaft, also es gab da keine Gewerkschaft, die mich da hätte äh, irgendwie auffangen können. Da hast du dann die, die, den Wert von Gewerkschaften kennengelernt, oder? Ja, so reflektiert habe ich mir das damals noch nicht dargestellt, aber jetzt retrospektiv würde man genau das so sagen, ja. Ähm, du hast Soziologie studiert. Ähm, wir hatten ja schon viele Soziologinnen die letzten Jahre jetzt hier zu Gast. In der Regel gehen die in zwei Richtungen. Die einen sind entweder Lumanianer geworden, die anderen Max Weber-Schule. In welche Richtung bist du gegangen? Naja, äh, wir, also, es kommt ja immer drauf. Ich, ich habe in Mannheim angefangen zu studieren, Soziologie. Und äh, da äh, kam ich natürlich sehr schnell äh, sowohl mit äh, Hans Albert zusammen, der äh, Wissenschaftstheorie macht, also Popper und so weiter und so fort. Äh, Luhmannianer hatte ich da überhaupt nicht. Da war Mannheim das falsche Pflaster. Und mhm. dann, das sagte ich schon, ist Mannheim natürlich eine. Ausbildung gewesen, die äh, extrem stark äh, empirisch orientiert ist, sodass ich halt hauptsächlich Statistik, Methoden und Ökonometrie äh, gemacht habe. Insofern ist das natürlich äh, ein ganz anderer Zweig. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn, wenn äh, du mit großen Datenlagen zu tun hattest und vielleicht immer noch hast und die Empirie entscheidend ist. Das kann man sagen, ja, dass ich das immer noch habe. Die werden auch leider nicht so groß, wie ich es gerne hätte, aber sie werden größer, ja. Können wir solche soziologischen Arbeiten, Leute wie dich nicht einfach mit einer KI ersetzen, die können das doch viel schneller dann, äh, durchanalysieren? Weißt du, dann sage sag ich der KI, gib mir noch mal ein paar äh, Aussagen basierend auf dieser großen Datenlage. Ja, aber da muss ich das der KI sagen. Ja, aber da, dafür da brauchen wir ja keinen Soziologen, da kann man einfach nur sagen, was man wissen will. Oder? Das würde ich total bestreiten. Du hast ja eben gerade angefangen mit den soziologischen Theorien und mhm. wir formulieren Hypothesen und das kann im Moment die KI noch nicht. Sie kann auch nicht äh, die entsprechenden äh, Parameter setzen, äh, die wir eigentlich brauchen, um bestimmte Hypothesen testen zu können. Also wir machen extrem viel mit Vignettenstudien und so weiter und so fort. Das könnten die nicht auswerten, können die. Und Gott sei Dank gibt es die, sonst äh, wären wir äh, am Rande unserer zeitlichen Kapazitäten. Aber kann ja alles noch kommen mit der künstlichen Intelligenz. Äh, zweifelsohne natürlich. Freut dich diese Entwicklung? Äh, Im Moment ist sie äh, absolut hilfreich, sagen wir mal so, auf der einen Seite für mich persönlich, weil äh, ich äh, selten ausgeschriebene Vorträge habe, aber mit ChatGTP, wenn ich das dann daneben halte, dann äh, und dann, dann, dann kriegt man dann einen Vortrag zustande, den man dann nochmal überarbeiten muss. Aber normalerweise steht bei allen Vorträgen, dass ich auf gar keinen Fall ein ausgeschriebenes Manuskript reiche. Jetzt kann ich einen Vortrag halten und kann das dann nachher zusammenbauen lassen. Das finde ich sehr schick, ehrlicherweise. Das Kannst ist immer oder noch mein. Das? Da sind wir jetzt gerade in der Erprobungsphase und die ersten zwei, drei Dinge haben ganz gut funktioniert. Dann habe ich natürlich eine andere Seite. Die andere Seite ist etwas, was ich lernen muss und wo ich noch keine richtige Lösung habe, dass ich ja auch Hochschullehrerin bin. Also, ich habe ja nicht nur dieses Institut zu leiten, sondern mhm. ich habe ja auch einen Lehrstuhl und lehre an der Freien Universität und insbesondere an der Humboldt-Universität. Und das ist natürlich ganz schön schwierig, wenn du mir jetzt da irgendwas gibst und sagst, das ist meine Seminararbeit und dafür möchte ich eine Note haben, dann kann ich nicht so richtig überprüfen. Ob das von dir ist oder nicht, es sei denn, ich würde mit dir sprechen. Das heißt, äh, eigentlich treibt die künstliche Intelligenz jetzt meinen äh, zeitlichen Arbeitsumfang nach oben, weil ich von schriftlichen Prüfungen auf mündliche Prüfungen setzen muss, äh, weil ja nur, wenn du mit mir sprichst, ich davon ausgehen kann, dass das Wissen aus dir kommt, noch davon ausgehen kann, dass das Wissen von dir kommt und nicht irgendwie von etwas, was du von chat GTP dir hast schreiben lassen. Vielleicht braucht Jutta eine eigene KI die dann checkt, ob die Arbeiten deiner Studierenden von einer KI erstellt wurden? Ich glaube, das geht nicht, weil selbst wenn ich das repliziere und die gleichen Stichworte eingebe, dass ChatGTP unterschiedliche Essays produziert. Stimmt. Kompliziert. Äh, ansonsten wird ja gerade auch staatlich viel gefördert, äh, dass Künstliche Intelligenz bei deutschen Unternehmen, Konzernen und so weiter vorangetrieben wird. Ist das auch, ist das eine Gefahr für? für die Gesellschaft, weil du kannst ja davon ausgehen, Unternehmen äh, werden dadurch ihre Arbeitskosten sparen wollen. Es ist eine Gefahr für die Gesellschaft, weil es natürlich zunächst mal auf Algorithmen beruht, die wir nicht kennen, die nicht transparent gemacht werden. Und äh, das finde ich extrem gefährlich, weil damit äh, Stereotypisierungen, die wir haben gegenüber Migranten, gegenüber Frauen, äh, gegenüber äh, Personen mit äh, Behinderungen, äh, extrem, äh, sozusagen, früh ausselektiert werden. Das wissen wir. Äh, dass wir sehr beeinflusst werden. Und äh, das ist äh, eine enorme Gefahrenquelle äh, im Status quo. Also wir können daran arbeiten, die Normierungen und so weiter und so fort zu verschärfen. Das ist auch absolut äh, notwendig. Was die Arbeitsplätze betrifft, nach denen du gefragt hast, mache ich mir im Moment weniger Sorgen weil wir äh, schon immer diese Unkenrufe hatten bei Einführung des Internets, beim Einführen äh, der Smartphones und so weiter und so fort, äh, dass es das Mega-Arbeitsplätze kosten würde, auch bei anderen äh, digitalen Entwicklungen und äh, wir das so nie gesehen haben, äh, sondern dass eben neue Bereiche entstanden sind. Aber das muss ja jetzt diesmal nicht dann, so sein. Äh, ja, aber die gute Erfahrung, aus der man ja normalerweise Prognosen dann äh, ableitet, zeigt und äh, die äh, vielen, vielen neuen Felder, auf die wir äh, vor zehn Jahren noch gar nicht gekommen wären, also Data Scientists und so weiter und so fort, also meine Teile hast du ja gerade erwähnt, wer dann die Auswertungen macht und so, äh, die, äh, davon können wir eigentlich ausgehen, was mir. Äh, viel mehr Sorgen macht ist dass unser Weiterbildungssystem sehr behäbig ist und damit meine ich dass wir nicht früh genug die Leute bei absehbaren Entwicklungen von neuen Berufsfeldern oder absehbaren Veränderungen von bestehenden Berufsfeldern frühzeitig darauf vorbereiten sondern dass wir immer warten bis sie Plops machen arbeitslos werden und dann diese Umschulungen ansetzen und da denke ich das sollte man viel mehr präventiv arbeiten so wie ich jetzt Mammographie Zettelchen in Briefkasten bekomme, bitte kommen zur Mammographie, wir machen hier eine Gesundheitsvorsorge. So sollten wir solche Digitalchecks haben oder Veränderungschecks im Arbeitsplatz. Du meinst ja gerade, Transparenz ist bei KI besonders wichtig. Bist du ja da so hoffnungsvoll, dass wir das hinbekommen? Weil ich meine, wir warten jetzt seit zwei Jahrzehnten darauf, dass äh, die großen äh, Überwachungskapitalisten, also Jojan jo nennt die ja so, also Google, Facebook und so weiter, äh, ihre Algorithmen offenlegen. Das kann man so und so sehen. Also, es hat äh, natürlich äh, zu lange gebraucht, das ist überhaupt gar keine Frage, bis das äh, BMBF, also das Bundesministerium für Forschung, äh, entsprechende Mittel äh, reingab, um die Beziehung von Internet und Gesellschaft zu erkunden. Ich weiß das noch sehr gut, weil ich damals Nolens Wohlens äh, mit Google was machen musste, weil die die Einzigen mhm. waren, die da Geld reingegeben haben. Das Institut gibt es immer noch, weil welches eigentlich aus dem BZB kommt, das Alexander von Humboldt. Dann. Äh, an die acht Jahre später äh, kam dann das Geld für das Weizenbaum-Institut, welches floriert und genau da dran setzt. Insofern äh, mit einem großen Time-Lag überhaupt gar keine Frage wird jetzt ja in diesem Bereich äh, viel mehr auch für die Forschungen Forschungsmöglichkeiten gegeben. Insofern äh, denke ich, dass ever so slowly äh, wieder drankommen. Später auch als andere Gesellschaften, aber immerhin. Aber deine Forderung ist jetzt, dass KI generell transparent zu sein hat. Wir müssen eine Transparenz haben, wir müssen genauso wie das Imperativ an die Wissenschaft im Allgemeinen natürlich wissen, wie das replizierbar ist und von daher uns nicht irgendwie manipulieren lassen können im Prinzip, sondern das verfolgen können. Ja, das ist absolut notwendig. Bei den Unternehmen könnte KI ja quasi auch ein, ein Produktionsmittel sein. Wem sollte dann das Produktionsmittel Künstliche Intelligenz gehören? Gerade weil wir das jetzt auch so milliardenmäßig fördern? Uns allen. Also von Steuergeldern finanziert, äh, zum Großteil auch von den Privaten äh, durch Subventionen, äh, die der Staat gibt. Und mhm. äh, von daher ist dann, äh, dass die, die Früchte dessen äh, dann individualisiert werden oder nur einzelnen mhm. Unternehmen zugutekommen, ein völlig falscher Weg. Ist das ist auch deine Haltung bei den Impfstoffen gewesen? Absolut ja. Das also war ein Fehler. Das äh, wer ist hier? Wer ist unsere? Mainzer? Äh, wo kommt der Impfstoff her? Hier? Aus meinem BioNTech. BioNTech. Also war ein Fehler, dass BioNTech jetzt die naja, Profite Naja, Die haben natürlich eine Forschung des langen Atems gemacht. Dafür sind wir dankbar und wir brauchen eine Forschung des langen Atems. Das ist eine große Kritik, die ich an das äh, Forschungssystem insgesamt habe, dass wir zu viel zu sehr auf kurzfristige Projekte gehen und diese Langfristforderungen, die uns Sicherheit geben, nicht mehr haben. Wir sind da äh, in der. Wissenschaftsorganisation gut aufgestellt. Also ich selbst leite ein Leibniz-Institut. Da haben wir natürlich ein Budget, welches über Jahre reicht und nicht nur kurzfristig. Aber ansonsten brauchen wir natürlich diese Entwicklungsgelder, was aber meines Erachtens noch nicht heißt, dass alle Erträge aus diesen Investitionen dann ausschließlich von mhm. in diesem Bereich dieser Firma. Da kommen natürlich Je nachdem, wie man das rechnet, noch Steuern dazu. Das muss man davon abziehen. Aber mhm. da bräuchte man mehr Umverteilung, wie generell man in Deutschland mehr Umverteilung bräuchte. Ich musste, ich musste vorhin gerade an dich und KI necken wir, wir kamen gerade aus der Pressekonferenz und dann schreiben manchmal so die Leute unter den Videos. Ja, eigentlich kann man diese Regierungssprecher oder manche Regierenden auch mit einer KI ersetzen. Also so wie die Antworten. Das ist einfach nur ChatGPT. So ChatGPT. Tu so, als ob du FDP da bist und auf eine Frage zum Tempolimit antwortest. Ja, dafür gibt es ja dich. Du kannst seinen Kritik nachfragen. Ja. Äh, zurück zu dir. Äh, wie du politisch geworden bist, hast du das schon erzählt. Wann hast du dich für die SPD entschieden? Hm. Hast du dich, hast du dir auch andere Parteien angeguckt damals, Jutta? Äh, eigentlich nicht. Also ich war schon immer SPD. Warum? Äh, Wegen Willi, oder was? Nee, nicht nur wegen Billy, weil ich einfach eine Person bin, die zutiefst davon überzeugt ist, dass wir Bildungschancen und Erwerbschancen und Gesundheitschancen und alles viel gleicher verteilen müssen, um eine überlebensfähige Gesellschaft zu machen. Und da war die SPD die einzige Partei, die dieses Programm tatsächlich so gelegt hat, dass ich dachte, es kommt allen zugute. War es so? Hä? War es so? Ja. Ist es so? Ähm, naja, jetzt haben wir natürlich Koalitionszwänge, äh, das sehen wir jetzt ja auch äh, im Moment. Äh. Und ich bin ja, also ich meine... Ich weiß jetzt nicht, was die Frage meiner Parteizugehörigkeit. Ich muss einfach meine Parteizugehörigkeit trennen von meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich, ja ich habe den Eindruck, dass du das immer auf sehr intelligente Weise durchmischst. Aber hm, wenn ich jetzt sagen würde, die SPD tendiert eher zur Umverteilung als beispielsweise die FDP, ist das nach wie vor eine richtige Aussage. So. Mir ging es darum, was du früher. Als du in die SPD eingetreten bist, vielleicht war das eine andere Partei, vielleicht warst du damals eher naiv und hast dir vorgestellt, okay, die wollen das und am Ende ist aber was anderes rausgekommen. Nö, äh, ich glaube nicht, dass ich äh, naiv war mit 20. Weil ich meine... Du bist naiv, also du machst da draußen Markenzeichen. Ja. Ich würde da draußen nie ein Markenzeichen machen. Ich meine... Für mich gibt es die SPD erst, seit Gerd Schröder an die Macht gekommen ist, dann war ich 13. Er ja, bist halt jünger, aber ich bin und jetzt halt mal älter. Ich kenne halt die daher. SPD, wenn sie die Regierungschefs stellen, also unter Schröder, das war ja, die, das, hatte, das, Neoli das neoliberale. Äh Gut, dann frage, warum ich jetzt ausgetreten bin. Also das, äh, da ist aber sozusagen mein Neualitätsgrad und dass ich dann sehe, ja, es gibt ja bestimmte Regierungsperioden und die gehen dann auch mal wieder zu Ende. Ja, dann auch richtig. Bist du eine demokratische Sozialistin, wie in deinem Parteibuch? Wie bezeichnest du eine demokratische Sozialistin? Naja, also die kämpft dafür, den Kapitalismus zu überwinden. Und, ähm ich glaube nicht, dass ich den Kapitalismus überwinden kann, aber ich kämpfe tatsächlich für mehr Gleichstellung an allen Bereichen. Aber das heißt nicht, dass ich die Produktionssysteme, dass ich mir einbilde, dass ich die Produktionssysteme überwinden kann. Aber ich bilde mir ein, ich bin ja eine sehr pragmatische Person, wie man jetzt schon die ganze Zeit hört. Und ich tue das, was ich auch als erreichbar achte Und das ist nicht die Überwindung des Kapitalismus, aber innerhalb des Kapitalismus sozusagen Dimensionen einzubauen. Und zwar in sehr, sehr vielen Bereichen, die für mehr Gleichheit unter den Menschen und von daher mehr Überlebensfähigkeit der Menschen in dann wiederum ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen sorgt. Aber du gerade sagst pragmatisch. Letztens hat Ulrike Herrmann hier gesessen und hat er erklärt, warum der Kapitalismus enden wird. Das ist keine Forderung von ihr, sondern eine Feststellung aufgrund der Energie und was wir verbrauchen in der Welt. Da wäre doch ganz schön, wenn die SPD uns dabei hilft, zu verstehen und Vorschläge zu machen, wie wir das dann quasi so überwinden können. Damit Dass das die Ökologie dann an erster Stelle steht oder was ja, ist das, jetzt der erstens Punkt? Erstens das und zweitens jetzt ein bisschen so beschrieben. Naja, also das Flugzeugkapitalismus stürzt so oder so ab, weil ihm der die Energie ausgeht. Und wir haben jetzt die Wahl zwischen einem totalen Crash oder eine kontrollierte Landung. Ich weiß, warum ich keine Zukunftsforscherin bin. Das habe ich auch schon bei der BA gelernt. Aber Kann da, da bräuchte es dann vielleicht eine, eine gute SPD, die sich darüber Gedanken macht und nicht das bestehende System verteidigt. Ah. Das ist mein Eindruck. Also, äh, mein Eindruck ist, und da äh, bin ich auch ziemlich firm drin, dass, dass man äh, das jetzige System gar nicht verteidigen kann, sondern dass man es zu einem gerechteren System zu verändern hat. Von da sehe ich auch den Auftrag der äh, SPD und da sehe ich auch durchaus äh, Aktionen, die dazu führen. Und äh, das ist mir lieber als eine Partei, die sozusagen über eine Situation. Primär, ich betone jetzt primär, dass man das auch nachdenken kann, was du gerade das ist ja fair enough. Aber die soll jetzt mal wirklich die Ärmel hochkrempeln und das, was tatsächlich mit äh, einfachen Mitteln zu schaffen wäre, umsetzen. Punkt. Die und da kommt meine Ungeduld her. So. Sehr, sehr schön. Aber meinst du jetzt, dass wir einen gerechten Kapitalismus bekommen, oder was? Ja. Also, insoweit. So, sowas äh, kann es geben. Ich, da habe ich jetzt gleich also frühzeitig eingehakt, insofern es überhaupt einen gerechten Kapitalismus gibt. Aber es gibt einen, der äh, auf äh, mehr Umverteilung abzielt und immer noch als kapitalistisches System, meines Erachtens, zu bezeichnen ist. Ja, ja bist du Feministin? Ne? Bei Feminismus, das die Feminismus ist halt auch eine Wurzel im Antikapitalismus. Wie bist du Feministin? Ja, man kann. Äh, es gibt ja sehr viele Facetten von Feminismus, und äh, ich bin sozusagen eine Feministin, die äh, von äh, der empirischen Analyse ausgeht, dass Frauen geringere Chancen haben als Männer, bestimmte Güter äh, zu erreichen, und äh, die sich darum kümmert, dass dieser Unterschied äh, abschmilzt und nicht mehr existieren wird. Aber warum ist das so? Äh, einige Facetten dessen haben wir angesprochen. Wir haben äh, klar angesprochen, dass in Westdeutschland Frauen in Strukturen wie in den Kulturen, die daraus folgert, äh, eingeboren äh, werden, äh, die sie auf bestimmte Berufe festlegen in einer gewissen Weise, auf bestimmte Verhaltensweisen festlegen, wo bestimmte Verhaltensweisen belohnt werden, die anderen, die werden bestraft. Und äh, das formt natürlich Menschen. Und äh, diese Unterschiede sind eben nicht nur Unterschiede, sondern sie drücken sich aus in unterschiedlichen Gehaltsstrukturen, in unterschiedlichen Möglichkeiten. Ein Stück eigenes Leben, wie Elisabeth Begernsham so schön formuliert hat, zu leben und mehr Gewalt erfahren zu müssen, geringere Spielräume zu haben und das könnte ich jetzt fortsetzen. Wie viel ist daran wie viel ist da strukturell bedingt? Also wie, dass wir da aufgrund unseres Systems da gar nichts machen können? Wie lange habe ich Zeit, darauf zu antworten? Wie lange? Strukturell äh, sind mindestens 60 Prozent bedingt. Wir haben den Ehegattensplitting, haben wir angeführt. Wir haben äh, eine kostenlose Mitversicherung. Wir haben keine Infrastruktur, die zuverlässig ist äh, für Kinder unter drei, selbst wenn es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Äh, wir haben keine Ganztagsschulen, jedenfalls nicht Ganztagsschulen, die das verdient haben, so genannt zu werden. Äh, wir haben äh, von daher gar keine Möglichkeiten, dass beide erwerbstätig sind. Äh, das sind äh, alles äh, absolut hinderliche Strukturen und aus diesen Strukturen äh, formulieren sich äh, Stereotypisierungen, Stichwort Rabenmutter, einmalig in der Welt äh, und äh, ich rede jetzt äh. über Westdeutschland. Es mhm. ist ja vielleicht ein fremdes Land, aber im Moment äh, sind wir da, wo wir sind. Ich lebe das allermeiste äh, Leben im gesamtdeutschen Gebiet. Jutta? Aber äh, welche, steckt da vielleicht eine Theorie, was theoretisch hinter, was man verallgemeinern kann? Naja, Weil du hast, haben, jetzt, du hast natürlich jetzt äh, viele wir, Beispiele genannt, naja, aber die Beispiele machen die, auch keine die, Theorie. Die Theorien sind, äh, die, die, die Theorien sind natürlich äh, jetzt erstmal so von der äh, Soziologie, von der ich ausgehe, gehe ich sozusagen von meinen äh, Varieties of äh, sozusagen Welfare States aus. Also wir haben unterschiedliche äh, Wohlfahrtsstaatskonstellationen. Äh, äh, jetzt, wir haben die ganze Zeit über Ost und West, da kann man es auch vergeben aber wir können natürlich auch über die USA reden, wo es äh, bei weitem weniger Abhängtransfers gibt. Also Da würde ein Ehegattensplitting würde da nie laufen. Aber wir haben natürlich auch skandinavische Länder, äh, wo wir noch mal eine ganz andere Situation haben. Und äh, von daher erleben wir in diesen unterschiedlichen Konstellationen auch unterschiedliche Kulturen, die äh, Personen ermächtigen oder eben das Gegenteil. Wir haben im Moment keine Ermächtigungskultur für Frauen. Gibt es irgendwo eine Kultur auf der Welt oder irgendein Land, wo quasi aus feministischer Perspektive es super läuft? Äh, dieses Wort ist super würde ich vielleicht in Anführungszeichen äh, setzen und Schlusszeichen, äh, aber wo es wesentlich besser läuft, ja. Also wir laden gerne schwedische Delegaz Delegationen ein, weil die Männer da alle um vier weg sind. Das Licht geht aus, die holen ihre Kinder ab und. Äh, das äh, ist schon mal was ganz anderes. Ja, wir haben äh, natürlich auch sehr viele, sind ja sehr international als Institut, äh, sehr viele, die aus Ländern kommen, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, äh, dass man äh, diese vier Tage versetzt zueinander arbeitet und äh, die Gleichverteilung zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen oder zwischen zwei Frauen oder zwei Männern ganz anders ist. Aber jetzt erklär mir mal, du hast ja viel Kontakt zur Politik. Ich meine, fast keine Partei, außer vielleicht die AfD, traut sich noch irgendwie antifeministisch sein oder irgendwie die Gleichstellung von Mann und Frau nicht vorantreiben zu wollen. Warum machen die denn nicht einfach so ein, also übernehmen das, was die Schweden machen? Was ist daran so schwer? Äh, naja, da, wir machen da das wir, wir ja teilweise. Also wir haben jetzt nach langem Trock äh, tatsächlich das äh, Führungspositionsgesetz 2 also Gerade mit der neuen Legislaturperiode mit viel Druck, gebe ich zu, äh, eingeführt. Das hat immerhin die Quotierung bei Aufsichtsräten und die äh, Quotierung insbesondere von Vorständen, also Führungsposition 1 Aufsichtsräte, Führungsposition 2 Vorstände, nicht mehr freiwillig äh, eingeführt. Und wir sehen, dass sich da eine ganze Menge tut. Wir haben die Partnerschaftsmonate eingeführt die immerhin den kolossalen äh, sozusagen Ergebnis hatten und kolossale Erfolge mit sich gebracht haben, dass jetzt in allen Zeitungen drin steht, dass Männer im Durchschnitt 3,6 Monate Väter, im Durchschnitt 3,6 Monate Elternzeit nehmen, was mich jetzt wiederum ärgert, weil es einfach falsch ist, aber so lügt man mit Statistik, weil diese 3,6 Monate sich natürlich nur beziehen auf die Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, wenn man sich dann anschaut, ha gar. Ach so. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Väter das überhaupt sind, dann ist es jeder Zweite. Das heißt, eigentlich ist diese sind diese 3,6 Monate wesentlich zu hoch. Wir sind im Durchschnitt bei maximal 1,5 oder so etwas. Kannst du mal ausrechnen. Also, äh, da sind Aktionen, aber sie sind halt halbherzig. Wir könnten natürlich auch zu einem spanischen Modell, wo es 8 zu 8 ist. Und wenn die 8 nicht genommen werden, dann verfallen sie. Äh, wir sehen jetzt schon wieder diesen kleinen Krieg über dieses Federfreistellungsgesetz, äh, äh, obwohl es eine EU-Richtlinie ist, wo man dann denkt, man müsste da also über Monate streiten. Also, insofern sind wir bei weitem nicht da, wo wir eigentlich in der von dir eben anmoderierten Selbstverständlichkeit sind. Wer hat denn was dagegen oder welche Interessen kämpfen dagegen, Jutta? Es äh, sind äh, die Interessen äh, von äh, Personen, äh, die äh, eigentlich den Status quo, in dem sie leben, nicht gefährdet haben wollen, nicht gefährdet haben wollen in der Übertragung ihrer Kinder, äh, aber auch nicht in äh, der Gefährdung äh, der Peers, die sie um sich haben. Ich meine, es ist, wenn man mich jetzt fragt, äh, ist eine Abteilung. Neu zu besetzen und dann würdest du mich fragen: Ja, wen nimmst du denn da jetzt nach Wolfgang Merkel? Da fallen mir natürlich auch oder jetzt Daniel Siebler zunächst mal Tausende von Männern ein, weil die viel länger in dem Wissenschaftssystem drinnen sind. Und ich äh, muss mich strecken, um eine Frau zu finden. Aber diese Frauen, die sind dann auch da. Äh, insofern äh, müssen wir natürlich immer schauen. Äh, wir haben, dass, dass wir enorme Fortschritte gemacht haben. Also, wir hätten noch vor 50 Jahren gesagt, wir haben ja, also meine Mutter, die war eine der ersten, also nicht der, also der, der, der erstens haben nur was weiß ich zu deren Zeit 6% überhaupt Abitur gemacht und dann auch noch wesentlich weniger Frauen als Männer. Aber mittlerweile haben Frauen die höheren Abschlüsse, sie haben die besseren Abschlüsse. Also wir können jetzt ganz anders zugreifen und diese Frauen finden, aber ein gewisses Zeitversetzen gehört dazu. Und eigentlich ist das jetzt am Ende, so dass wir ganz andere Nägel mit Köpfen machen können. Ich habe heute gerade neue Untersuchungsergebnisse von dieser sogenannten Vermächtnisstudie gekriegt, wo mal wieder klar war, also diese Quotierung hilft. Äh, Frauen kommen rein, aber äh, wenn man dann fragt äh, nach der Intelligenz, dann äh, können die entweder intelligent sein und äh, dann brauchen sie keine Quotierungen oder sie werden quotiert und gelten dann als weniger intelligent als die unquotierten Frauen. Das sind diese Trade-offs, die wir halt äh, in dem westdeutschen System, aber in dem Datensatz waren auch ostdeutsche drin, sieht. Oder äh, ein anderes Beispiel. Äh, wir schicken an äh, Betriebe äh, äh, unsere Initiativbewerbungen und warten dann klopfend, wer denn eingeladen wird. Und äh, in der einen Bewerbung ist halt ein Mann drinnen, der gerade Vater geworden ist oder und dann drei Monate Elternzeit nahm. Der andere Vater nahm zwölf Elternmonate, äh, die Frau gleich alt, äh, drei oder zwölf. Und, naja, da macht es Klingel-Klingel in unserem imaginären äh, Briefkasten. Und äh, Frauen, die äh, eben diese zwei Monate oder drei Monate nahmen, die werden seltener eingeladen als die äh, Frauen, die zwölf Monate nahmen. Und wenn man dann fragt, warum, hm. dann ist es halt diese überambitionierte Zeckenfrau, ja, die also äh, nichts anderes als ihre Karriere im Kopf hat. Äh, wir haben diese zwölf Monate Mutter, unsere normativen Vorstellungen. Ähm, der ja, viel eher folgt und man denkt, ja, also diese Frau in unserem Team, die ist cool, sie ist caring, ja, sie schaut auf Teamarbeit und so weiter und so fort. Wo kommt der Begriff Raben? Sind wir. Wo kommt der Begriff Rabenmutter? Ja, der Begriff Rabenmutter ist absolut blöde, weil äh, Raben, ich meine, du weißt, was Raben, wir Raben das machen. Erzähl's mir. Die Raben, die schmeißen eigentlich ihre Kinder relativ früh aus dem Nest und Ach. unterstützen Selbstständigkeit. Also insofern ist das ziemlich merkwürdig äh, und ich kann dir nicht erklären, warum <laughs> dieser total falsche Begriff für das, was man sagen möchte, falsch äh, eingeführt wurde. Da war ja meine Mutter quasi eine Rabenmutter, weil sie mich schnell in die Krippe gebracht hat. Mhm. Aber das fand ich ja gut. Mhm. Das hat dir ja auch nichts geschadet. Ich hoffe nicht. Ja. Äh, aber du, du meinst ja gerade, ich habe ja gefragt. Wer dann dagegen kämpft? Du meinst ja, es sind Leute, die den Status Quo halten wollen. Aber welche Strukturen sind denn das? Also, wessen Interessen werden denn dadurch vertreten, wenn Na, man am ist Status ist Quo das, festhält? Äh, also man kann es auch so ausdrücken: Die Interessen, die vertreten werden, sind die Interessen eines äh, Arbe einer Arbeitsgesellschaft, die immer noch auf Vollzeit und äh, ja äh, eine Fünftageswoche äh, minimal äh, ausgerichtet ist. Ja. Also wir müssen natürlich von diesem Modell meines Erachtens abrücken, wenn wir darauf abzielen, dass wir die bezahlte und die unbezahlte äh, Arbeit von Männern und Frauen gleicher ja verteilen. Dann ist so viel mehr an Rest zu machen. Es ist äh, mhm. ja nicht nur das Einkaufen, es ist natürlich auch äh, das Sorgen, das sich aktive Sorgen um die Gesellschaft, das Zusammenhalten der Gesellschaft, das sich Treffens mit anderen. Mhm. Äh, es ist äh, jede Menge äh, zu tun ähm, und äh, das geht natürlich eigentlich besser, wenn naja, man äh, nicht nur für die Arbeit, für die bezahlte Arbeit lebt, sondern auch noch ein bisschen Zeit hat, um anderes zu machen, wie zum Beispiel sich mit dir zu unterhalten. Jetzt nennen wir mal Ross und Reiter. Wer kämpft denn für den Status Quo? Wer, wer kämpft für den Erhalt der Fünf-Tage-Woche und so weiter? Äh, den Erhalt der Fünf-Tage-Woche, insbesondere die Arbeitgeber, ganz klar. Warum tun die das? Weil, ich mein, weil sie denken, dass die äh, Produktivität fälschlicherweise denken, dass die Produktivität äh, linear zu der Arbeitszeit äh, steigt, was mhm. absolut falsch ist, weil sie das nicht tut. Ja, aber sind die so blöd, das nicht zu wissen? Weil ich meine, es gibt doch jetzt auch Praxisbeispiele überall, jetzt in ganz Europa, die zeigen, ey, die sind Sie sparen all, äh, Kosten, um neue Leute einzuweisen. Äh, ja. äh, sie sparen Kosten, um andere Leute weiterzubilden und so weiter. Sie sind produktiver. Sie sind nicht produktiver, sie sind vermeintlich produktiver. Es ist äh, so. sozusagen äh, Laziness. Aber ich verstehe nicht, warum die das äh, quasi dann bekämpfen, wenn es im Grunde allen nützt. Na ja, sagen wir mal so, ich meine, ich glaube, dass die äh, nicht ausgehandelte, aber implizite Zielvorstellung im Moment, die ist, dass äh, man alle Frauen jetzt dazu kriegt, auch Vollzeiterwerbstätig zu sein. Und äh, wenn dann beide Vollzeiterwerbstätig sind, Männer wie Frauen, dann schließen sich natürlich auch die ganzen Lücken zwischen Männern und Frauen auf wundersame Weise. So. Der Gender Wage Gap wird kleiner, der Gender Care Gap wird kleiner, also das ist ja so ein Abrakadabra. Welches, äh, wir haben äh, geringere ah. demografische Probleme und so weiter und so fort. Es ist meines Erachtens eine absolute Rechnung. Da nämlich, wenn man über die gesundheitlichen Folgen nachdenkt, über Mental Load und so weiter. Und das sehen wir ja glücklicherweise auch dadurch, dass äh, die Sozialwissenschaften und die Medizin immer mehr zusammenarbeiten. Das ist ja eines der wenigen positiven Ergebnisse dieser Covid-Jahre. Magisches Denken. Nicht nur beim Klimawandel, sondern auch beim Arbeiten. Magisch. Ja, das, was du gerade gesagt hast. Also, äh, der was halt ist daran da jetzt magisch? Ja, du, du meinst ja gerade Fünf-Tage-Woche, die kämpfen für eine halt der Fünf-Tage-Woche und dass die Frauen einfach genauso viel arbeiten wie die Männer. Und, so, und, und, da, und dann wird sich magisch der Unterschied zwischen Mann und Frauen. Das heißt, also, dem würde ich absolut widersprechen. Ich ja, bin das ja Empirikerin. Ist ein, ja, ist das Quatsch, sich, natürlich, ja, nein, das ja. ist gar mach, kein ich, Quatsch. Nein, das ist überhaupt gar kein Quatsch. Das ist, äh, das ist auch keine Magie. Das ist einfach äh, Realität. Ich meine, wir haben im Moment, wenn man sich anschaut, dass Frauen 18 Prozent weniger als Männer verdienen, wenn man sieht, dass sie äh, fast doppelt so viel Care-Arbeit machen äh, wie Männer, äh, dann äh, hat das natürlich was damit zu tun, dass sie äh, zwar erwerbstätig sind, aber Teilzeit erwerbstätig sind und dann die, mhm. wenn Kinder reinkommen, wenn sich äh, Kindergärten schließen und, und, und so weiter und so fort, die ersten Ansprechpersonen sind. So, Also insofern. Äh, brauchen wir natürlich eine Diskussion, wie wir am schlimmsten ist natürlich die die Lücke in dem Renteneinkommen, weil sich das ganze Leben dann in der Rente natürlich dann darstellt. Eine, eine gesellschaftlich getragene Vorstellung, wie sich diese Lücken schließen und diese Lücken, die können sich dadurch schließen, dass Männer sich eher Frauen anpassen und von daher eher in Teilzeit gehen oder die können sich dadurch schließen. Dass die äh, Frauen alle wie Männer werden und dann in diese Vollzeit äh, gehen. Das ist in manchen Situationen schwierig. Also, wir sehen, dass, wenn Männer Väter werden, sie auf einmal mehr als ihre Vollzeit arbeiten. Die gehen dann so richtig nach oben. Das könnten Frauen wahrscheinlich nicht. Aber so dahinter steckt halt die Vorstellung, wir haben diese ganzen Lücken. Mhm. Dann schließen wir diese Lücken, indem wir alle Frauen zu Männer machen? Das ist meines Erachtens eine falsche Vorstellung. Aber es ist keine magische Vorstellung, weil wir äh, ja wissen, dass äh, die Einkommen davon abhängen, ob man Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Insofern ist es eine absolut realistische Aussage. Gut, jetzt habe ha. hab ich es verstanden. Teilzeit habe Ich habe doch immer noch ein pädagogisches Talent hier. Teilzeit habe ich auch von dir gelernt, oder dank nochmal der Recherchen zu dir, 50 Prozent der Frauen, die arbeiten, arbeiten in Teilzeit, 11 Prozent nur Männer. Mhm. Rückläufig. Aber es ist trotzdem Krass. Ja, aber es ist jetzt sehr krasser. Ich sage rückläufig: es sind keine 11% mehr. Bei Männern? Mhm. Also, es, ist, es arbeiten jetzt noch weniger Männer in Teilzeit. Ja, das hat was mit dem Arbeitsmarkt zu tun, weil die Teilzeitarbeitenden Männer ja alle diejenigen sind, die keinen Job, die Arbeits-, also die, die keine Vollzeitstelle bekommen mhm. und dann halt null ins Wohl ins eine Teilzeitstelle annehmen. Jetzt ist der Arbeitsmarkt besser, also äh, haben wir eine geringere äh, Quote von Teilzeitarbeitenden Männern. Sollte das gesellschaftliche Ziel sein, dass also der Anteil von Frauen und Männern gleich ist in Sachen Teilzeit? Naja, ich plädiere ja schon seit langem für eine Vier-Tage-Woche, die meines Erachtens rechnerisch auch wunderbar aufgeht, weil wenn ich die Überstunden von Männern, also die Überzeiten von Männern äh, mhm. addiere mit äh, der Teilzeit von Frauen, das durch zwei äh, dividiere, dann habe ich keine Produktivitäts- oder keine Verluste der Arbeitsvolumina und damit auch eher... Ich habe definitiv keine Verluste der Produktivität, ich habe eher Gewinne der Produktivität, weil ich die Produktivität der Frauen, die dann etwas länger arbeiten als im Moment, viel besser schöpfe und die äh, unproduktive Zeiten von Männern kappe. Äh, insofern verstehe ich überhaupt nicht, warum das so niedergeredet oder nicht ernst genommen wird. Wie findest du, dass im Bundestag nur 35 Prozent Frauen sind? Also im, der Abgeordneten? Ist das ein gutes Zeichen, dass es schon 35 Prozent sind? Na, es äh, sind ja, was heißt schon? Das ist ja, empirisch, also ist ja historisch falsch. Wir hatten ja schon mal höhere ja. äh, Anteile von Frauen. Äh, das liegt natürlich daran, dass äh, die AfD so gut wie keine Frauen hat äh, und äh, auch gar keine entsprechenden Quotierungen hat, dass die CDU das auch nicht hat. Äh, und äh, von daher hat natürlich. Etwas, das war dann, da hat eine magische Hand überhaupt nicht funktioniert, nämlich dahingehend, dass wenn man das Kabinett äh, paritätisch aufstellt, dass das dann Ausstrahlungseffekte nach unten hat. Also wir besetzen oben paritätisch, aber das heißt noch lange nicht, dass das unten irgendwie äh, paritätisch nachwächst. Dazu braucht man... Äh, äh, Meines Erachtens, äh, diese Quotierungen, äh, die ja auch helfen und wo man ja auch sieht, dass die Frauen äh, diese Verantwortung übernehmen können. Ganz schlimm ist es im Moment bei den Bürgermeisterinnen. Hm. Aber ich meine, wenn du mit dem CDU darüber redest und sagst, ja, ist so, du, Jutta, ist doch so kein Problem mit dem Quote, können wir meinetwegen sogar machen. Ne? Wir, haben, wir wählen ja immer noch direkt und auf Landesliste. Dann kann ja die Union sagen, Jutta, Klar, machen wir jetzt mit der So K reden die mit mir nicht. Erstens haben sie den Anzug an und zweitens immer verschränkte Arme. Jöder, ja, wir machen das mal mit der Landesliste. Wir machen du mal, da mal. sage die Audit. Wir machen Quote. Das ist ja meine Sprache. Du weißt, was ich meine. Ja, kann. ja. Wir machen da jetzt mal Quote, Landesliste, meinetwegen. Aber was sie denn ja nicht mitsagen, die meisten, also gerade bei der Union, werden ja direkt gewählt. Das ist so eigentlich, also das im großen. Ganzen Jahr, pieps egal, ob die Liste jetzt quotiert ist, weil die allermeisten direkt gewählt sind. Das sind ja, wir, Männer. Können ja die, wir können ja auch die Listenplätze, dass Frauen dann auf den schlechteren Listenplätzen landen, ist ja da nochmal ein Ding sehr. Also mhm. wenn wir Frauen auf die höheren Listenplätze bringen, dann hätten wir ja auch mehr Frauen drin. Also jetzt kannst du mir nicht sagen, dass es da keine Mittel gibt, das zu beheben. Nee, ja, das sagen die. Ja, dann sollen sie sich mal andere Parteien anschauen, dass die äh, Männer der CDU äh, lieber eine männliche Partei haben wollen, das wissen wir. Aber die Frauen nicht. Also wenn man mit den Frauen der CDU spricht, das ist ein munteres Völkchen. Die würden auch das Ehegattensplitting abschaffen, die FDP-Frauen im Übrigen auch. Insofern müsste man sich ja mal überlegen, warum sich die Frauen über alle Parteien hinweg nicht mehr solidarisieren. Ja, warum? Ich glaube, da hat noch nicht so richtig jemand dafür gekämpft. Das kann ich aber aus meinem Amt heraus nicht. Da, warum? Weil ich da keine Empirie, weil ich alles, was ich nach außen äh, sozusagen stark mache, äh, auf der Grundlage von empirischen Daten mache und ich äh, das nicht weiß, was für Effekte das hätte. Ist das immer so, dass du Aussagen tätigst, die wissenschaftlich äh, fundiert sind? Naja, schon halt sie für das äh, Führungspositionsgesetz 2. Da ist mir ja wirklich die Hutschnur geknackt. Das war ja eine richtig gehende Kampagne. Das kann man ja aber natürlich empirisch extrem daraus ableiten, dass zu diesem Zeitpunkt nur 8% der Frauen in Führungspositionen waren, aber das Ziel war die Anhebung der Führungspositionen. Insofern ohne das Wissen der Verteilung sowohl der Fähigkeiten von Frauen als auch der Abschlüsse als auch der Interessen der Frauen und der Unterrepräsentanz von Frauen würde, man, würde ich so eine Forderung nie aufgestellt haben. Und ich meine, Parität gibt es ja auch in der Regierung nicht, oder? Es gab sie aber bis vor kurzem. Nee. Im so, Kabinett. Nee. Weil die FDP wieder nicht mitgespielt hat. Wir hatten den paritätisch, also äh, Scholz hat äh, die Regierung paritätisch besetzt. Die SPD und die Grünen haben das gemacht, aber die FDP. Nicht. Aber insgesamt ist es auch glatt. Und dann hat ja äh, Lamprecht ja zurückgetreten, die Verteidigungsministerin. Ich, ich, ich sage, es war. Hier habe ich den Imperfekt jetzt benutzt. Du hast ja äh, zwei, 21. Als die Ampel sich gerade gebildet hat, hast du gesagt, die SPD hätte viel Vertrauen verspielt, wenn sie im Wahlkampf Gleichberechtigung verspricht, aber gleich bei der ersten wichtigen Personale gegen dieses Prinzip eklatant verstößt. Jetzt hat es gleich das war aber nicht auf das Kabinett bezogen, das war auf die äh, wichtigen Regierungspositionen bezogen ja. und äh, war eine Kritik, dass, äh, der, äh, dass wir äh, die, die, die drei die, oder sogar die fünf obersten Positionen nicht gehabt hätten. Äh, das, also. Deshalb wurde es ja Bärbel Bas. Ja, Und Die macht den Job ja auch super. Die Bundestagspräsidentin. Absolut. Ist nächstes, nächsten Monat übrigens bei Jung und Naiv. Ja. Ho, ho, da wirst du Spaß haben. Ja, hoffentlich. Ja, Der ist cool und die hat eine so eine bessere Stimme als ich. So sonor. Weil Stimmen natürlich immer zum Nachteil von Frauen wirken, aber nicht bei ihr. Echt? Hast du schon mal Stimmforschung gemacht? Nein. Ja, das ist ganz eklatant der Fall, dass man äh, eine größere Glaubwürdigkeit hat, äh, je sonorer die Stimme ist. Und bei äh, Bärbel Bars ist es so, ähm, sie äh, wird äh, hm. dir stimmlich was vormachen. Aber im Umkehrschluss müsste dann ja eine Frau wie Franziska Giffey. Und das wissen wir ja auch, dass es so ist. Dass sie nicht so viel Vertrauen genießt? Ja. Auch wegen der Stimme. Was heißt auch? Ich würde das sagen, dass die Stimme von ihr nicht einfach ist für sie. Das tut mir auch leid, weil das ist ja tatsächlich ein medizinisches Problem und dass da nicht Leistung zählt, sondern solche primären Faktoren. Das finde ich schlimm. Aber da, das ist ja Durchgängig. Brauchen wir jetzt nicht über oder sonst was zu reden. Aber kurz mal: äh, Lamprechts Nachfolger wurde ja Pistorius, also ein Mann hat eine Frau ersetzt. Fandst du das richtig bei der SPD? Ähm, und damit wurde die Parität beendet. Ich fand diesen Zug richtig, weil wir äh, über lange äh, Zeit genug äh, Frauen hatten, die da alles Mögliche über sich ergehen lassen mussten. Und äh, von daher äh, gibt es Situationen, äh, wo man dann auch davon abweichen kann. Das ist bei mir auch so im Übrigen bei der Besetzung von Stellen. Weißt du, was ich gesehen habe bei der Vorbereitung? Eine Stellenausschreibung für deine Nachfolge. Habt ihr, habt ihr, habt ihr wegen gefunden? Ja. Ja, steht das schon fest? Ich habe nur die Stellenausschreibung gefunden. Wir suchen eine Präsidentin. Eine ja. Präse. Und wer, wer wird's? es? Das sie hat ja noch nicht unterschrieben. Insofern wirst du es nicht erwarten, dass ich hier öffentlich was kundtue, was überhaupt noch nicht... Aber es wird eine Frau. Äh, die Person, die wir im Auge haben, ist weiblich. Hast, durftest du mithelfen, sie auszuwählen? Nein. Aber ah, wirklich? Ich wollte das auch nicht. Ich kann doch nicht meine eigene Nachfolge auswählen. Wieso, die ich Ma machen? Die, die Männer geplant. doch auch oh, das Patriarchat. Ich brauchte es Männer nicht, alles nachzumachen. Ach, du hast dann keine. keine aber du wurdest dann irgendwie informiert. Ja, cool. Für die haben wir uns jetzt entschieden. Äh, ja. Und jetzt äh, bin ich damit beschäftigt, ja. Also ich meine, ich, es ist jetzt schon so, dass ich jetzt im Moment damit beschäftigt. Wirst du sie einarbeiten müssen in deinen Job? Äh, nein, das müssen kann man streichen. Ich habe ja äh, darum gebeten, dass man meine Nachfolge zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vor meinem Ausscheiden, äh, ich gehe erst Ende nächsten Jahres äh, ja. in Pension äh, auswählt, äh, weil äh, es ist ja ein bisschen schwierig, sich da in Berlin und wir haben jetzt auch es sind ja viele, viele unterschiedliche Strukturen, in denen man tätig ist. Es ist ja nicht nur dieses eine Institut mit den 400 Leuten, sondern wir haben alle Berliner äh, außer Universitären zusammengeschlossen. Diese sogenannte Berlin Research 50. Wir stehen kurz vor einer Exzellenzinitiative mit der BUR, der Berlin University Alliance. Äh, wir haben äh, ein Weizenbaum-Institut, hatte ich eben schon erwähnt, wo wir mit drinnen sind. Wir haben andere. Ausgründungen, wenn man so möchte. Also, das ist schon ein komplexes Unternehmen. Und äh, von daher ist es mir ein großes Anliegen, dass sie äh, nicht wie sonst äh, so ist, wenn Frauen in Führungspositionen kommen, sich da erstmal reinstrampeln muss, äh, sondern dass ich einen roten Teppich auslegen äh, kann und äh, diese Frau eingeführt ist und von daher weniger Zeit verliert. Woher weißt du, dass die auch so gut führen kann wie du? Ich meine, wir haben das Gespräch... Ich bin davon absolut überzeugt, dass sie das super machen wird. Erzähl mal kurz was zum WZB. Wer, wer finanziert euch? Wie viel Geld habt ihr im Jahr? Äh, wir haben äh, mehr als 20 Millionen im Jahr, also an reinen äh, sozusagen budgetären äh, Mitteln. Wir werden von... Berlin äh, zu 25 Prozent finanziert. Wir werden zu 75 Prozent vom Bund finanziert. Und dann haben wir noch Drittmittel, äh, die dann zusätzlich drauf kommen. Die sind natürlich je nach Jahr flexibel. Wir können ja nicht unbegrenzt wachsen. Wir sind sowieso schon immens gewachsen, haben aufgestockt und aufgestockt. Jetzt können wir nicht weiter aufstocken äh, in diesem wunderbaren äh, Gelände, wo wir äh, sind. Ähm, und von daher, das sind dann so nochmal 30 Prozent drauf, 35 ich finde es schade, dass ihr Drittmittel einwerben müsst und dass es quasi nicht staatlich garantierte Mittel sind weil das kostet ja Zeit. Wenn ich jetzt Universitätspräsidentin wäre, würde ich sagen, äh, ja, ich brauche einen gewissen Ansatz dessen, was ich an Forschungsmitteln habe. Äh, und ich finde das ganz äh, verheerend, dass ich äh, nur dann, wenn ich auf den Drittmittelmarkt verwiesen werde, Drittmittel habe. Aber ich bin keine Universitätspräsidentin, sondern äh, Präsidentin einer außeruniversitären Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft, äh, sodass wir diese Mittel haben. Und viele meiner äh, Direktoren... Machen auch eine Art von Forschung, wo sie keine Trittmittel brauchen. Und das finde ich auch super. Ich bin absolut keine Person, die diesen Wettbewerb damit geht, dass die Institution, die am meisten Trittmittel hat, auch die beste ist. Das finde ich verheerend. Dieses gesagt habend, finde ich, dass wir natürlich bestimmte Forschungen antreiben können und explorieren können, ob sie eine Zukunft haben. Über Drittmittel. Also sozusagen unsere wissenschaftliche Innovationskraft wird durch Drittmittel extrem gestärkt. Was ohne Drittmittel hat, nicht so wäre. Das war jetzt nicht sehr überzeugend. Mhm. Naja, sagen wir mal so, ich habe ja Abteilungsdirektoren, die international rekrutiert sind und wunderbare Personen sind, die in ihren Terrains auch absolut klasse sind. Absolut klasse. So, und jetzt kommt so etwas wie ChatGTP. Ich kann jetzt nicht äh, zu einer Person sagen, der Entwicklungspolitik in äh, Afrika macht äh, und da eine Koryphäe ist international, mach mal äh, Chat-GTP. Insofern ist es ja super, dass ich dann Drittmittel akquirieren kann, um zu sagen und ausführen zu können, dass das natürlich soziale Konsequenzen größten Ausmaßes hat für unsere Lebensgestaltung für die wir dann Mittel akquirieren. Und äh, in der Vergangenheit hat auch vieles dazu geführt, dass die Akquise von solchen Drittmitteln äh, neue Forschungsräume erschlossen hat. Gerade die ganze Migrationsforschung, äh, die wir gemacht haben, hat mit hat nicht das Kausal ausschließlich, aber hat mit angetrieben, dass es jetzt ein Verbund äh, gibt von allen also Migrationsforschenden Einrichtungen oder das Weizenbaum-Institut für Internet und Gesellschaft wurde tatsächlich auch über Drittmittel, wurde erstmal gezeigt, was man damit machen kann. Und dann wurde es groß und größer und ist mittlerweile ja genauso groß wie das WZB. Also wir können über Drittmittel so etwas machen, was ich als Vorlaufforschung oder als Antennenfunktion äh, äh, bezeichne. Aber wenn du das Geld einfach von staatlicher Seite bekommen könntest. Dann müsste Geld ich ja ein permanentes Rotationsprinzip ja wie? Dann sage ich also, jetzt brauche ich mal äh, kurz für ChatGTP und deren sozialen Auswirkungen. Nö, nee, das Geld ist aber da, weil du einfach ein großes Budget hast und dann kannst du Nein, ja sagen. ich habe ja, ich, bei mir liegt ja nicht das Geld irgendwie rum. Also das ist eine total absurde Vorstellung. Mein Geld ist sozusagen. Das wäre doch schön, oh, wenn du irgendwie 20 Prozent deines jährlichen Budgets Hast für flexible Sachen. Das, aha, das ist ein gutes. Das habe ich ja selbstverständlich. Also diese flexiblen äh, ja. Gelder, die äh, nehme ich dafür, dass ich meinen jungen Wilden äh, sozusagen sogenanntes Seed-Money gebe, sodass sie tatsächlich mit neuen Ideen kommen. Aber das sind dann Größenordnungen, die ich nicht beliebig skalieren kann. Dafür brauche ich dann Trittmittel. Ich nehme dieses flexible Budget auch dafür, dass ich sage, wir wollen hier nicht nur disziplinär arbeiten, sondern wir wollen eine starke Verhaltensökonomie, die ich habe, verbinden mit einer starken Bildungsoziologie, die ich habe. Also dafür brauche ich natürlich, und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich von dem Gesamtetat diese, sind nicht ganz 20 Prozent, aber einen bestimmten Prozentsatz zurückhalte, um sie ja, in einer gewissen Weise wettbewerblich vergebe. Was verdienst du so? Was verdienst du so? Was ich verdiene, ist in der Bildzeitung nachlesbar. 243.000? Das ist zusätzlich von, ich wusste das, dass du diese Zahl hast. Ich verdiene das nicht, also das. Willst du das wissen, wie sich das zusammensetzt? Ja, die, das ersetzt, die, ich, ah, ich bin für absolute Gehaltstransparenz. Die Bild hat das skandalisiert habe, gehabt, weil du 2020 angeblich 183.000 verdient ja. hast und dann im Jahr darauf schon 60.000 mehr, also 33% mehr. Weißt du, warum das zustande kommt? Erzähl mir, darum wollte hm, das, da ich es wissen. Das ist nämlich eine super Geschichte. Super. Äh, ich wurde eines Tages 65. Mhm. Und äh, mehr oder weniger zeitgleich bekam ich 20% mehr meines Gehalts. Hat es mit dem Alter zu tun. Ne? Und dann dachte ich, das ist ja super, dass man also jetzt nicht nur eine goldene Uhr bekommt, wie vielleicht in der Privatwirtschaft oder irgendwie einen riesigen Blumenstrauß, Happy Birthday, sondern dass man eine kolossale Gehaltserhöhung bekommt. Bis ich dann so schaute wie du und dachte, das ist ja etwas als Beamtin, die ich bin, äh, etwas merkwürdig. Ist das vertraglich festgelegt? Oder was Worauf du, also ich dann, lass mich mal ausreden. Okay, okay. Ausnahmsweise worauf ich dann also da anrief und man mir sagte na ja also wir sind ja Ihnen dankbar weil Sie uns ja so viele Pensionen sparen weil ich könnte natürlich mit 65 die Pension vom Land Berlin ziehen und diese Pension vom Land Berlin wir haben natürlich mehr als die 20 Prozent die ich jetzt als Schmerzensgeld dafür bekomme dass ich von 65 bis 68 arbeite das ist äh, da drinnen ähm ah. und daher kommt die Steigerung prakar das hast du schon wieder was gelernt. Ja, finde ja. ich super. Das gibt ja Leute, die... Ich meine, man könnte natürlich, und das macht Berlin jetzt auch, das sollte ich jetzt der Ordentlichkeit halber hinzufügen, die Altersgrenze von 65 nach oben setzen, wie man es ja auch im Allgemeinen auf 67 hat. Und dann würde man dieses Schmerzensgeld nur für ein Jahr kriegen oder man könnte mit etwas, was natürlich sozusagen aus einer bestimmten Blickrichtung Sinn macht, ja, also ich spare tatsächlich dem Land Berlin Geld. Ja, also wenn ich jetzt verrentet wäre, würde ich auch nicht da sitzen, hätte das es so gar kein Interesse mehr an mir als verrentete Person, aber pensionierte Person. Aber äh, ich würde natürlich Geld ziehen. Aus meiner Perspektive macht es ja absolut wenig Sinn, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil äh, ich habe ja nicht entschlossen, dass ich bis 68 arbeite, damit ich da mehr Geld verdiene, sondern weil mir das Spaß macht und äh, weil ich noch ein paar Projekte vorhabe. In deiner Rente. Bis zu meiner Rente, ich rede jetzt zwischen 65 und 68. Nach dich? meiner Rente habe ich noch den Papst und alles Mögliche. Was? Ja, ich bin ja päpstliche Beraterin. Das geht, da wird man bestellt bis zum Alter zu 90. Zahlt, das zahlt der Vatikan was dafür? Dass du ihm berätst, so Consulting machst? Oh, er, er, er zahlt äh, die äh, Flugkosten oder die Zugkosten. Ich bin jetzt demnächst wieder dort und habe mir dann. Äh, werde tatsächlich mit der Bahn zurückfahren und bin jetzt schon dabei, mir für, ich glaube, 16 Stunden Bahnfahrt alles Mögliche an Arbeit zurechtzulegen. Warum? Berätst du einen Mann? Weil ich das absolut cool finde. Ich meine, wenn, man es, muss sich das vorstellen. Ja, Du kriegst dann da so ein, so ein goldenes Zertifikat. Du denkst, deine Studierenden spielen, machen einen Witz. Ja, du schmeißt es mir der weniger weg. Bis dann dein äh, geliebter Pressesprecher kommt und sagt, sag mal, bist du dir sicher, dass das Fake ist? Es sieht mir sehr vergoldet aus. Und äh, dann ist es tatsächlich vom Papst kommt. Du aber überhaupt nicht katholisch bist du eigentlich. Überhaupt gar keine Nähe zur Kirche hast. Du überhaupt nichts hast außer in, äh, katholisch getauft. Das Kind wegen seines Vaters, wo ich aber überhaupt nicht glaube, dass der Papst oder der Vatikan irgendeine Information darüber hat. Das ist doch cool. Also man fährt ja ohne äh, Bürden ja, äh, der Loyalität oder sonst irgendwas dahin und kann eine Meinung sagen. Das könnte ich auch ketzerisch sagen. Jutta, du berätst da einen Mann, der an eine der Spitze einer Organisation steht, die seit Jahrhunderten dafür steht, Frauen zu missbrauchen zu äh, klein zu halten ja, das ist halt genau das, was, Kinder äh, zu missbrauchen ja. ähm, also Deshalb braucht er ja Beratung Das ist ja quasi die Organisation des Patriarchats ja, Also ist es denn besser, wenn man ihn einfach laufen lässt oder ist es besser, dass man so etwas annimmt und sagt, man kann wie leichten Unterschied machen in aller Überheblichkeit Kannst mit diesem System, System ja auch übersetzen? zum Einsturz bringen und sagen Ich, ich äh, ja Ach, mit, ganz anderen, mit anderen ja Frauen. Diese Arroganz habe ich die kleine Almika ja, da dieses System. Ja also nee da ich habe jetzt schon mehrfach gesagt Pragmatismus pur und äh, so aber ich finde das spannend Glaub, glaubst du wirklich also hört sich so an bei jedem systematischen oder systemischen Problem worauf wir stoßen da sagt Jutta dann immer wieder ach glaubst du wirklich dass wir das äh, stürzen können ich sage das, ist das nicht bei, bei allen, jedem ist das ist bei allen so ich habe das weder bei Frauen gesagt, noch habe ich es bei sozialer Ungleichheit gesagt, noch habe ich es bei Vermögensuntergleichheit gesagt, noch habe ich es bei Gesundheitsungleichheit gesagt. Du hast mich ja ganz viel nicht gefragt. Du fragst mich, kriege ich den Kapitalismus zum Einstürzen und kriege ich die katholische Kirche zum Einstürzen? Jo. Also lassen wir mal die Kuh im Dorf hier. Die beiden Sachen kann man nicht einstürzen. Vielleicht, aber ganz bestimmt nicht ich. Äh, ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen, die dich kennen. Die meinten, du bist durch und durch Sozialdemokrat. Äh, Tin. Sozialdemokratin, ja. Ähm, warum hast du denn dem Lars Klingwald damals abgesagt? Der wollte ja mit dir Vorsitzender werden. Äh, also am als Parteivorsitz ging. Das frage ich mich bis heute, warum du das eigentlich weißt oder warum man das weiß. Stimmt das etwa nicht, dass er dich gefragt hat? Es war eine... Also, Erstens, was da dran nicht ganz stimmt, ist, dass man genau diese Kombi so fest hatte, sondern dass es eher eine generische Frage war, wo diese Kombi unter anderem möglich war. Und mhm. die Frage ist natürlich, also, wo kann ich mehr ausrichten? Und das ist natürlich eine ernsthafte Frage. Also, mhm. kann ich. Ohne dass ich eine Hausmacht habe in der SPD, ohne dass ich irgendwo ein, ein Mandat habe in der SPD, ähm, tatsächlich innerhalb der Partei äh, viel verändern. Äh, das ist sozusagen die eine Frage. Die andere Frage ist äh, eine Frage der, ähm, der, der, der Lebensqualität. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, äh, ich bilde mir ein, dass ich im Moment in dieser Position, Erstens mehr machen kann. Ich kann, ich habe eine größere Wirkung, glaube ich zumindest, oder ich habe sie potenziell mehr. Aber ich habe gleichermaßen noch ein Leben für mich, wo ich doch denke, dass die Politik das in einem geringeren Maße hat. Das war für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Das ist nie geärgert. Und zwar nicht jetzt erst. Also insofern ist, ist das jetzt viel okay. zu spät angesetzt. Ich hatte ja andere Optionen. In die Politik zu gehen, auch als junge Frau. Und mhm. habe mir immer überlegt, was das für Freiheitsverluste potenziell bedeutet. Kleiner Kommentar von mir. Geil. Ich meine, am Ende ist es ja Saskia Esken geworden. Erstens mit, erst zuerst mit Norbert Walter Boyans und jetzt mit Lars Klingbeil. Die hat auch keine Hausmacht. Und man sieht, wie verloren sie ist. Aber also, das spricht ja genau dafür. Genau, dass du die richtige Entscheidung getroffen ja, hast ein Beispiel, ich meine, die SPD... Was wurde dir denn jetzt gerade gereicht, dass ich zu viel rede? Oder nee, dass ich langsam, dass ich auf die Zeit achten muss, Achso. weil Hans kommt ja dann noch mit den Zuschauerfragen. Ah, ja, ja. Ich habe noch circa 10 Minuten Zeit dafür. Ähm, du kommst einfach nochmal wieder, würde ich sagen. Wir sind nicht bei alles gesagt. Wir haben hier zwei Stunden und das ist auch gut so. Alles andere überschätzt sowieso die ja, Zuhördauer. kommst du in einem Jahr nochmal wieder und dann gucken wir, da haben wir noch ein paar andere Themen, systemische Probleme, über die wir reden können, die man zum Einsturz bringen kann. Äh, aber die Kritik an der, an der Sozialdemokratie ist ja, dass sie oftmals immer noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Äh, sie geben keine Antworten auf die, das Wachstum, also unsere Wachstumsgesellschaft, dass wir auf Wachstum ausgerichtet sind. Oder auch äh, man wehrt sich gegen Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Du wehrst dich auch dagegen. Äh, warum? Ah. Das ist ja ein Buzzword, was meinst du denn? Jetzt schildere mir mal, was du unter bedingungslosem Grundeinkommen verstehst, dann kann ich dir darauf eine Antwort geben. Es ist so ein alles oder nichts, sehe da Rede davon und dann sage mir, welche Sozialversicherungsleistungen dann wegfallen und wie die Leute dann dastehen und ob sie besser oder schlechter darstellen. Die ganzen Dinge, die ich höre, sind entweder vollkommen unfinanzierbar oder sie nehmen Leuten potenziell sogar die Möglichkeiten, die sie im Moment haben, weg. Es gibt natürlich die neoliberale Variante, die alle anderen Sozialleistungen ja, furchtbar. ersetzen will. Furchtbar. Die meine ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch Richard David Precht, der, der, der schlägt ja vor, 1500 Euro extra mhm. ein Grundeinkommen. Das könnte unter anderem gegenfinanziert werden, wie er meint, zum Beispiel mit einer Steuer auf die Finanztransaktion oder wie du ja auch bist ja auch für Vermögensbesteuerung. Absolut. Da wäre ja Geld da. Ja. Kannst, kannst du dir sowas vorstellen? Dann würde ich, also ich habe wirklich die Angst, dass da Leute ausgesteuert werden unter diesem, dass sie dann diese 1500 Euro ja bekommen. Und äh, wir haben ja sehr, sehr viel Forschung über den Wert von Arbeit, der über das Gehalt hinausgeht, nämlich der sozialen Integration. Und ich mache wirklich genau darum enorme Sorgen. Und diese Sorgen sind gewachsen äh, durch Corona, sind gewachsen durch homeoffice und äh, ich denke, wir brauchen Anreize, äh, wie auch immer man darüber diskutiert. Natürlich muss die Arbeit dann auch eine Arbeit sein, die sinnhaft ist, die erfüllend ist. Es muss gute Arbeit sein. Es muss ordentlich bezahlte Arbeit sein. Aber äh, diese Fragen sind für mich nicht äh, gelöst. Das muss ich schon so sagen. Also ich würde eher auf eine weitere Erhöhung des Mindestlohns gehen. Ich würde eher auf eine... Reduktion der Arbeitszeit gehen, ich würde auf andere Arbeitsbedingungen gehen, als etwas zu ziehen, was potenziell weitere disruptive Kräfte auf die Gesellschaft ausübt, unter der Prämisse, dass sie die individuelle Selbstentfaltung, also die Individualisierung potenziell schärft. Ich will jetzt auch kein Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen machen, aber es gibt ja ein paar gute Gründe dafür. Unter anderem, angenommen, wir hätten so ein 1500 Euro Einkommen. Natürlich es gute Gründe dafür. Das ist gute Gründe ist, dass ich kann auch die guten Gründe. Du kannst mir es sagen, dann kann ich auch darauf antworten. Also ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen. Mein Lieblingsgrund ist, weil wir in unserem Land, ich nenne das jetzt mal Drecksarbeit. Ja. Dreckig bezahlen. Ne? Ja. Also der, der ja. unsere Toiletten äh, putzen muss, die, äh, ja. die werden mit also übelst bezahlt, ja. obwohl das gemacht werden muss. Ja. Äh, Systemrelevante Arbeit. Systemrelevante Arbeit wird dann aber sehr systemirrelevant offenbar äh, ja. bezahlt. Das würde doch im Grunde, die, die Arbeit muss ja dann trotzdem gemacht werden. Ja. Die muss ja dann trotzdem bezahlt werden. Und wenn wir ein bedingungsloses so Grundeinkommen hätten, dann würde in gewisser Weise die Machtbalance zwischen einem Arbeitgeber, der so wenig wie möglich zahlen will, und dem Arbeitnehmer, der natürlich. Äh, anständig für diese Drecksarbeit ja. bezahlt werden würde, das würde sich ändern. Da ja, deshalb habe ich hier ja eben gerade dafür argumentiert, dass man den Mindestlohn hochzusetzen hätte und den auch durchzufahren hätte. Dann hätte man nämlich diese Arbeit anders äh, bewertet. Und es ist ja nicht nur die Frau im Übrigen, die Toiletten reinigt, äh, sondern äh, es ist natürlich auch die Arbeit, äh, in Kindertagesstätten ist es die Arbeit äh, in der Pflege in Krankenhäusern, die ja nicht nur wenig zahlt, sondern die aufgrund dieses Schichtsystems und einer Megabelastung äh, auch nicht so äh, in der Stundenzahl auszuführen ist, dass man von der eigenen Arbeit noch leben kann. Ich hatte mich ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert, was du sonst so zum bedingungslosen Grundeinkommen gesagt hast. Und obwohl du, wie ich es hier im Deutschlandfunk lese, äh, das ja eher ablehnst, hast du die Antwort für. Das Bildungsgrundeinkommen meiner Meinung nach sogar gegeben. Du hast nämlich gesagt, wenn man fragt, was den Menschen wichtig ist, auch in Zukunft, dann ist das die Erwerbsarbeit. Sie ist das Zentrum unseres sozialen Sicherungssystems. Es ist bei Weitem nicht nur das Geld. Nun ist ja Erwerbsarbeit nicht nur Lohnarbeit. Jutta, es gibt ja auch die Subsistenzarbeit, also Selbstversorgung. Es gibt die Haus- und Familienarbeit. Es gibt die Ehrenamt Ehrenamtliche Arbeit. Das ist alles. Okay, ich habe einen Tätigkeitsbegriff und äh, einen Arbeitsbegriff, der in zwei äh, Dimensionen verfällt. Einmal die unbezahlte Arbeit und einmal die äh, bezahlte Arbeit. Und mhm. die bezahlte Arbeit, die äh, definiere ich, und das ist auch immer ordentlich ausgedrückt, wenn ich, das beim, die, wenn ich das beim Deutschlandfunk nicht gemacht habe, ist das eine Ausnahme, glaube ich. Die Erwerbsarbeit als solche ist die äh, bezahlte Arbeit, äh, während die Arbeit... Äh, wenn ich über Arbeit rede, dann ist das die bezahlte und die unbezahlte Arbeit. Insofern äh, können wir natürlich auch darüber reden, inwieweit äh, die bislang unbezahlte Arbeit bezahlt wird. Das ist dann aber eine andere Diskussion, inwieweit ich äh, Hausarbeit, inwieweit ich äh, die Arbeit, die für Kinder aufgewendet wird, bezahle. Und da mache ich mir halt große Sorgen, dass wenn ich die bezahle, dass ich sie dann für ein Apfel und ein Ei bezahle. Also überhaupt nicht für das, was ich sozusagen äh, wert hm. sein müsste. Aber angenommen. Aber vielen Dank für diesen Hinweis, dass ich da äh, mich um, dass mein Erwerbsarbeit, ich wäre jetzt überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass ich Erwerbsarbeit äh, als Ausdruck benutze für äh, Kindererziehung und Geschirrspülen. Äh, ich habe die Definition mal nachgeschlagen. Und, ähm, da steht das drinnen. In ja. welchem hast du das denn nachgeschlagen? Äh, zuerst bei Wikipedia. Und, Und da äh, steht, Erwerbsarbeit L ist ist, äh, kann auch unbezahlt sein? Ja, Lohnarbeit ist ein Teil von Erwerbsarbeit, ist eine Form von ja, Erwerbsarbeit. Danke für den Hinweis, ich lerne gerne. Du, sagst, du hast ja gesagt, die Menschen wollen sich durch Arbeit ein anderes Leben erschließen. Du sagst, das ist auch wichtig für die Gesellschaft. Wir brauchen die Begegnung von unterschiedlichen Menschen. Das, das stimmt ja. Aber angenommen, wir hätten ein Grundeinkommen, würden ja auch viele Leute einfach mehr freiwillig dann ehrenamtlich tätig sein. Das wissen Und, wir nicht. Aber wir wissen, dass die Leute nicht faul sind. Wir wissen, dass sie nicht faul sind. Also würden sie sind. ja irgendwas machen für aber die Gesellschaft. Wir hätten sozusagen, ja, aber wir wissen nicht, ob damit eine Vergesellschaftung und eine Gemeinschaftung einhergeht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Mhm. also Ich meine, es gibt jetzt erste Studien, der sozioökonomische Panel hat jetzt da aufgesetzt und äh, mhm. verbindet das mit so einer... Äh, Bedingungslosen Grundeinkommensstudie. Wir haben natürlich Studien, die aber methodisch alle nicht sauber sind. Also die eine ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger sauber, aber die finnischen und anderen Studien sind es nicht, weil wir da entsprechende Kontrollgruppen schneiden müssen. Und das andere Problem ist, dass das ja alles nur für eine relativ kurze Zeit geht. Ich möchte auch gar nicht. Also eines kann man aus meiner Antwort nicht schließen, mhm. dass sich die Gehälter und die Arbeitsbedingungen, so wie sie jetzt sind und in ihrer ganzen Spreizung sind und in ihrer Spreizung sogar noch größer werden, weil ich ja zunehmend zu diesen fixen Anteilen flexible Anteile, also Bonuszahlungen und so etwas habe, mhm. dass ich die gerecht finde. So möchte ich nicht verstanden werden. Wie findest du als Soziologin, dass äh, mehr als die Hälfte des Vermögens äh, vererbt wird heutzutage in unserem Land. Also, dass man einfach nur Glück hat in der Spermien. Das ist keine naive Frage, wenn ich das jetzt so zurückgeben darf, sondern das ist eine absolut rhetorische Frage, weil du meine Antwort kennst. Ja, aber vielleicht unsere Zuschauer kennen das Problem noch nicht und darum. Äh, Ach so, äh, wenn du das Problem schilderst, dann finde ich das ganz wichtig, dass das, das alle verstehen. Das dass meiste die Vermögen. Vermögensverteilung will. und natürlich dann auch, was ja der nächste Schritt ist. Das ist ja nicht nur, dass das Vermögen im Moment mega ungleich verteilt wird, dass die Vermögensverteilung immer ungleicher äh, äh, wird. geht immer auf. Sondern. Äh, das nächste ist ja, dass auch die Vererbung an die Kinder immer ungleicher wird, äh, sodass ja viele Kinder eigentlich äh, weder eine Ausbildung bräuchten noch erwerbstätig sein ja. müssten. Und äh, das ist etwas, was mich mit absoluter Sorge verbindet. Und der Grund, warum diese Vermögensungleichheit immer größer wird, liegt natürlich auch darin, dass ich... Äh, diese Homogamie, wie wir so schön sagen, immer vergrößert. Das heißt, gleich zu gleich gesellt sich gerne Menschen mit viel Geld, verpartnern sich mit Menschen mit viel mhm. Geld, mit hohem Bildungsstand, mit hohem Bildungsstand. Und äh, von daher haben wir. Menschen, die äh, überhaupt nichts, äh, das sehen wir an diesen total schiefen Verteilungen an Erbe zu erwarten haben und Menschen, die Milliarden an Erbe zu erwarten haben, das geht so nicht. Das müssen wir ändern und von daher brauchen wir eine Vermögenssteuer. Es gibt ja Leute, die sagen, wir haben einen neuen Adel, eine neue Adelsgesellschaft. Der Adel, wie du sagst, der Adel heiratet unter sich, äh, sie vererben das Geld unter sich und wenn dann ihren Kindern... Ja, aber das Demo Adeln ist immer so ein nettes Wort. Das heißt so geadelt. Das hat so, ich, war, ich war gerade bei Prinz Charles da eingeladen in Bellevue. Das war, das ist dann es ist irgendwie was anderes. Also ich finde das ist schon fast ein Kastensystem, welches yep. wir da haben. So. Aber das ist doch eine Gefahr für unsere Demokratie. Aber selbstverständlich ist es eine Gefahr. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Und ich dann dein, das eine die SPD Gefahr. tut da jetzt auch nicht viel außer in zwei Programmen was zu schreiben. Ja, wir brauch, das ist vollkommen richtig und ich bin auch nicht in allen Facetten auf der Linie der SPD auch im Übrigen nicht äh, bei äh, der Frage, äh, wie viel ich mache immer das Beispiel meines Sohnes gerne, also dass ich da nicht mehr für das teuerste Studium zahlen muss, welches es in Deutschland im Moment gibt, äh, finde ich nicht richtig. Ja, da zum Schluss. Ich habe eine Frage für dich ist ja Vertrauen ja. sehr wichtig. Du hast unter anderem gesagt, du hast es aber schon oft gesagt, das Wichtigste in der Demokratie ist Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen zu gewinnen und zu bewahren. Oder hier in deinem Buch die Vertrauensfrage, heißt es hinten so der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, ist aus, aus deiner Sicht Vertrauen auch und gerade in andere, in Menschen. Ja. Warum? Warum, warum ist Vertrauen... Das Wichtigste in der Demokratie. Naja, weil Vertrauen meines Erachtens eine notwendige Grundlage ist äh, dafür, dass, äh, ne, äh, gemein, nein, dass äh, eine... Äh Form, ähm, die aus Menschen besteht, nicht nur aus isolierten Menschen besteht, die vielleicht noch maximal Familien äh, bilden, aber zu anderen Menschen überhaupt gar keinen Kontakt haben. Mhm. Das äh, kann ich ja auch empirisch gut zeigen, äh, führt äh, zu Vorbehalten gegenüber anderen, zu Stereotypisierungen, was denn eigentlich Migranten sind, was sie Böses tun, wie kriminell sie sind und so weiter und so fort. Und mhm. von daher wissen wir, dass wir äh, diese Diskriminierungen und Voreinstellungen, und meist falschen Schlüsse dadurch abbauen können, dass wir die Menschen mehr äh, in unterschiedliche Kreise bringen. Das haben wir früher besser geschafft als heute, wenn wir an den äh, Militärdienst, an den Zivildienst denken, wenn wir äh, an die Stärke der Kirche, die Stärke der Gewerkschaften denken. Ich selbst äh, wurde also im Konfirmationsunterricht das erste Mal mit Personen, die ganz, ganz anders tickten als ich, äh, zusammengebracht und dann natürlich bei meinem Kirschen Steinen. Ähm, das hat mir gut getan und ähm, das äh, ist etwas, was eine Gesellschaft zusammenhält und dieses Zusammenhalten habe ich als Kind gekennzeichnet. Aber warum ist Vertrauen das Wichtigste immer das ist wichtig in der Demokratie? Äh, äh, Aber weil, warum, weil in du, diesem, du sagst, das, ist weil, das Wichtigste. Naja, weil in diesem Vertrauen natürlich auch sehr viel kondensiert, ich, dass ich in einer gewissen Weise ich sehe, dass äh, in Ländern, äh, wo die Einkommensunterschiede, der sogenannte Gini-Koeffizient geringer ist, das Vertrauen untereinander auch größer ist. Insofern kann man schon zeigen, dass dieses Vertrauen ganz viel in sich birgt. Äh, was... Äh, gegen äh, eine gesellschaftliche Ungleichheit, gegen äh, eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen alt und, und so weiter und so fort, spricht. Das äh, ist das. Das Ach. sich kennen und das sich schätzen. Äh, und wahrscheinlich würde Scholz sagen: der Respekt. Bei mir, als Journalist, sträubt sich aber sowas. Also, das schreibt sich, sich. Ach, mal, das ist ne? interessant. Warum sträubt sich denn deine Haare? Na ja, ich kann ja mal Lenin zitieren. Ne? Ja? Vertrauen ist gut, Jutta. Kontrolle, Kontrolle ist besser. Ist besser. Ja, da kann ich jetzt mit Luhmann kommen und sagen: Also, stellen wir uns vor, wir stärken morgens aus dem Bett und denken, das Bett kracht zusammen, dann bleibe ich im Bett liegen und dann kontrolliere ich das, dann denke ich, ich rausgehe, dann werde ich überfahren und so weiter und so fort. Irgendwo am Ende, ja. Also, ich meine, was stelle dir mal die Gesellschaft vor, die alles kontrollieren würde? Das ist ja äh, vollständig unmachbar. Ja, aber wir reden, wir reden doch auch über die Politik, ne? Vertrauen in die Politik. Möchtest du in einer Gesellschaft Regierung. leben, wo überall die Überwachungskameras hängen, sodass du kein Vertrauen mehr brauchst? Nee, ich möchte aber in einer Gesellschaft leben, wo es eigentlich egal ist, ob ich jetzt einer Regierung vertraue oder nicht, sondern ich kann kontrollieren, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, ob sie das tut, was sie verspricht oder nicht. Es ist, ist doch egal, ich, ob, ich, kann, ich, ob ich ihr vertraue. Also äh, ich kann einer Regierung äh, vertrauen äh, und aber dennoch sozusagen eine Transparenz einfordern und wahrscheinlich ist eine Transparenz... Äh, Sozusagen mich, wenn du über Kontrolle redest, dann heißt äh, diese Kontrolle, dass du ja eigentlich die Regierung äh, mhm. sozusagen kontrollierst. Äh, und das in dem auch. Sinne, dass du eine Überregierung bildest. Also institutionell ist ja die, das Parlament für die Kontrolle der Regierung zuständig, aber die Medien haben natürlich auch ja. eine Funktion. Ja. Und, und manchmal sehen wir ja auch. Ich meine, wir sehen ja, die Vertra das Vertrauen in die Demokratie geht zurück in Deutschland. Ja, das hat. Äh, aber jetzt jetzt wäre eine ketzerische Frage. Das soll hat viel auch mit den Mädchen zu tun, wenn ich das mal so da genau. darf. Genau. Ja? Wir haben ja gerade Döpfner gelesen. Ketzerische Abschlussfrage: Sollte ich einfach unkritischer mit unserer Regierung sein? Also sie weniger. Ach so ein Quatsch. Vertrauen also, ist doch nicht das Gegenteil von unkritisch. Ja, Pass auf. Wenn, wenn Entschuldigung. Ich, wenn ich sie jetzt weniger kontrollieren würde. Könnte das ja dazu führen, dass die Leute mehr Vertrauen haben? Weil es scheint ja so zu sein, je mehr die Leute erfahren, was die, was die Regierung wirklich macht, desto weniger vertrauen sie sie. Also, das finde ich jetzt sehr unidimensional gedacht, weil die äh, Mädchen ja auch oft äh, eine hoch irreführende Kampagne fahren, insbesondere manche Mädchen. Und das wissen wir. Jutta, ich glaube, in äh, so einem Medium machst du jetzt heute nicht. Hoffe ich jedenfalls. Äh, nein. Du, du lässt das jetzt offen, okay. Und jetzt kommen die Publikumsfragen. Gerne. Ich bin sehr gespannt, was Hans mitbringt. Komm Hallo bald, Hans. Komm bald wieder, Jutta. Der Wunsch, dass du wiederkommst, wurde im Publikum geäußert. Ne? Vielleicht überlegst du es doch. Soweit das Nette und jetzt kommt es. Das sind ja aber nee, überhaupt nicht. Das äh, finde ich ja toll, dass da so viele Schriften kommen. Das oh, ist ja klasse. Es hätten noch viel mehr sein können, das aber wir freut respektieren mich deinen Zeitplan. Ich liebe es ja viel mehr, mit mehr zu sprechen, als nur mit einer Person. Ja. Das war jetzt keine Kritik, sie äh, man es jetzt vielleicht äh, auffassen kann. Aber äh, es gab so eine, so eine Meta-Beobachtung. Ja. Ähm, äh, mehrere sagten, die ist ja ziemlich tough. <laughs> Mein Begriff wäre, du trittst auch sehr vor-Checking äh, auf. Was soll ich denn machen, wenn er mir so gegenübertritt? Glaubst du, dass ich das kleine Mädchen spiele? Nee, und die Frage, die hinter der Beobachtung dann steckt, äh, war Jutta Almdinger eigentlich schon immer so oder hat sich dieses taffe, selbstbewusste, fordernde Auftreten herausgebildet im Wege einer, der Biografie einer Frau, die im Wissenschaftsbetrieb sich durchsetzen wollte und auch durchgesetzt hat? Also wie viel davon war schon immer und wie viel davon hat sich als äh, Verhaltens- und Handlungsweise herausgebildet? Das ist eine extrem super Forschungsfrage. Ich habe jetzt ja kein doppeltes Lottchen, äh, hm. die jetzt meine äh, Kontrollperson sein könnte. Insofern kann ich diese Frage nicht beantworten. Es ist nur in der Tat so, dass ich ja sehr oft äh, Votiert wurde in ganz unterschiedliche Gremien, dass ich ganz oft äh, die erste Frau unter Männern war und äh, bevor ich da alleine an Städtischen stehe und äh, <laughs> niemand mit mir reden will, äh, stelle ich mich dann lieber dazu. Und äh, Niklas Luhmann sagte dann: äh, Naja, als Frau musste da in der Ecke mit den Männern Zigarren rauchen, um akzeptiert zu werden. Auch das habe ich mal gemacht. Äh, also insofern habe ich mir das äh, schon angewöhnt, dass ich doch versuche, eine gewisse Gleichheit herzustellen, wenn ich hier eine. Eine Frage nach der anderen stark toartig geliefert bekomme, dann kann ich darauf auch entsprechend hoffentlich antworten. Hast du es erlebt, dass Männer Angst vor dir haben? Das würden die ja nie zugeben. Männer haben nie Angst. Ja, aber als erfahrene Sozialwissenschaftlerin kann man sowas auch merken. Ich bin aber keine Psychologin. Gut. Ähm, was hältst du von einem Höchstlohn, wird gefragt. Ah, das habe ich mal geschrieben. Ich äh, bin, finde in Höchstlohn super. Ich finde Lohnkappungen äh, ganz toll. Und was mich überrascht hat, ist, dass in einer der ersten Vermächtnisstudien, die wir mit Infos und der Zeit zusammen machen, sich damals über 35 Prozent für so einen Höchstlohn tatsächlich ausgesprochen Sollte der liegen? haben. Das könnte man ja dann proportional machen mhm. zu der Niedrigeinkommensschwelle. Könnte man Höchsteinkommensschwelle machen? Das wäre zu verhandeln. Aber im Moment liegt der Höchstlohn ja dergestalt äh, weit entfernt von allem, was wir je erreichen können, insbesondere wenn man die Tandemen dazu zählt. Also dieses äh, diese Zielvereinbarungen, die boni das ist ja ein, ein Teufelszeug, was wir uns da eingehandelt haben. Ähm, dann wird in Bezug auf Mindestlohn wohl noch mal gefragt. Äh der Mindestlohn, den wir derzeit haben, 12 Euro, der wurde ja eingeführt lange vor Beginn des Ukraine-Krieges und den Auswirkungen, die wir dann erfahren haben, vor allem für niedrigere Einkommensgruppen. Das finde ich ganz wichtig, davor sind wir da nicht dazu gekommen. Äh, also 30 Prozent Inflations, äh, ja, Inflationsverluste bei Menschen, die dieses Geld gar nicht haben. Richtig. Müsste da nicht eigentlich der Mindestlohn sozusagen... Kriegsbedingt und inflationsbedingt ja. drastisch hochgesetzt. Ja. Werden. Wir sind jetzt in der Tat, wenn man den Mindestlohn rechnet, auf ein Vollzeiteinkommen bei äh, 1.920 äh, Euro pro Monat. Und auch da würde ich sagen, das ist äh, zu niedrig. Also wir müssen an diesen Mindestlohn unter diesen neuen Bedingungen wieder ran. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die Verhaltensökonomie einen positiven Einfluss äh, für oder auf die Sozialforschung hat? Äh, auf alle Fälle. Äh, ich habe nicht umsonst die zwei wirtschaftswissenschaftlichen Abteilungen des WZB mit Verhaltensökonomen äh, besetzt, äh, mit einer Verhaltensökonomin, mit dem Verhaltensökonom, weil sie uns doch sehr klar machen äh, können, was wir besser machen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Äh, wir wissen, dass äh, Frauen äh, weniger in äh, kompetitive Dinge reingehen und. Äh, wenn wir zum Beispiel Stellenausschreibungen machen, wo man sagt, der Lohn ist verhandelbar, dann wissen wir, dass Frauen genauso wie Männer verhandeln und auch genauso erfolgreich wie Männer verhandeln. Wenn wir das nicht reinschreiben, dass der Lohn verhandelbar ist, dann verhandeln die Männer, aber die Frauen verhandeln nicht. Also insofern solche Verhaltenskomponenten zu kennen und auf die dann entsprechend reagieren zu können. Das finde ich ganz wichtig. Und die Verhaltensökonomie ist auch wunderbar verzahnt mit äh, der Sozialwissenschaft insgesamt. Ich muss eben einen Frosch aus dem Hals husten, Entschuldigung. Dann schleppt er sich ewig durch. So. Ähm, Aber vielleicht ja. kann man dir auch Wasser bringen. Ja. Ähm, es gibt hier viele Menschen, die mir das Wasser reichen können. Daran wird es nicht das scheitern. Ist äh, inwiefern an, neue Frage: Inwiefern ist unser Bildungssystem neoliberalisiert und äh, hat das nicht Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Bildungsqualität? Äh, die Bildungs- äh, das äh, würde ich absolut äh, unterstreichen aus äh, verschiedener Hinsicht. Wir haben äh, eine extreme Expansion von Privatschulen, äh, die äh, dieses Sonderungsgebot äh, nicht einhalten, also wir oder Verbot nicht einhalten, sie müssten eigentlich ja ohne Ansehen der finanziellen Situation der Kinder zulassen, das tun sie nicht. Das ist sozusagen, wir haben das Gleiche bei Universitäten, die oft exzellent sind, aber wo man sich auch fragen muss, bestehen denn gleiche Zugangsrechte? Wir haben, das wurde gestern gerade wieder, Kund eine immer größere Abhängigkeit der Bildungserfolge der Kinder von dem Bildungsniveau der Eltern. Das sind unglaubliche Zahlen. Also deshalb, also wenn ich, ich mach mal ein Beispiel: Wenn wir Personen haben, wo beide Eltern Abitur haben und die ein Haushaltseinkommen von netto 5.000 Euro haben, dann haben diese Kinder mit einer 84-prozentigen Wahrscheinlichkeit Abitur. Und wenn man ein Kind hat äh, in der Familie äh, welches äh, welche kein Abitur hat und vielleicht 3.000 Euro Nettoeinkommen, dann sind es äh, etwas über 20 Prozent. Da muss man sich natürlich fragen, also wie kann so etwas sein und wie kann sich das, wo wir über viele Jahrzehnte, das ist nett ausgedrückt, über lange lange Jahrzehnte gearbeitet haben, dass wir die Bildungsmöglichkeiten der Kinder entkoppeln von den Bildungsmöglichkeiten, äh, Inhalten der oder Abschlüssen der Eltern, warum sich das im Moment wieder zusammenzieht. Das hat viel mit Corona zu tun, aber es wird äh, schlimmer, und was noch schlimmer ist, ist, dass der Anteil von Bildungsarmut sich erhöht. Was hältst du vom Thema Gendersprache? Äh, ich äh, gendere, ohne dass ich äh, Sternchen und Doppelpunkte oder Unterstriche äh, benutze und äh, Achte sehr auf die Sprache und von daher finde ich eine Gendersprache richtig äh, und äh, wichtig, aber man kann sie auch äh, so formulieren, dass man äh, noch lesbare Stoffe hat. Mhm. Und auch sprechbare. Ähm, wird ja auch äh, verbal gegendert zum Teil. Ähm, Kann die Vier-Tage-Woche die Ungleichheit verstärken? Ähm, gemeint ist damit AkademikerInnen mit hohen Gehältern zum Beispiel. Oder im öffentlichen Dienst Beschäftigte bekommen sie. Arbeiterinnen mit geringeren Löhnen natürlich nicht. Nein, das, kann man, das darf man so nicht einführen. Das ist genau, äh, wäre genau so eine Spaltung wie jene, die ich massiv kritisiere und die meines Erachtens viel zu wenig thematisiert ist. Äh, nämlich äh, die Spaltung jener, die im Homeoffice arbeiten können und jener, die das eben nicht können, weil sie in Jobs arbeiten. Äh, die äh, schlichtweg nicht nach Hause zu transportieren sind. Damit schaffen wir ganz neue Ungleichheiten. Und von daher äh, ist das entweder etwas, was für alle gilt. Und das heißt auch, dass es äh, natürlich mit vier Tage Löhne geben muss, die nicht hinter die Löhne von im Moment zurückfallen. Mhm. Ähm, Gleich, Gleichheit für alle. Äh, Anschlussfrage: Wie möglich ist ein egalitäres Bildungssystem? Dass es egalitärere Bildungssysteme gibt, sehen wir an anderen Ländern und wir sehen sie auch darin, dass beispielsweise Herr Rase, ein Jurist und ich einen mhm. Vorschlag gemacht haben in einer ganz anderen bund länder und einer vollkommen unterschiedlichen Ausstattung von Kindern, die in belasteten Gegenden leben. Wir haben das so gerechnet, dass 20 Prozent der Kinder Lernmittel befreit sind. Das ist ein guter Indikator für den sozialen Hintergrund der Kinder und diese Schulen müssten ein viel, viel mehr Geld bekommen. Im Moment tun wir ja so, als ob äh, alle Kinder äh, mit dem gleichen Betrag dann gleich gut werden. Es gibt da einen wunderbaren Cartoon, wo so ein Pinguin, und ein Affe und ein Elefant und alles Mögliche um einen Baum steht und der Schiedsrichter sagt dann auf die Plätze, fertig los. Wir haben ersten die Krone da erreicht. Dazu also ist ein bisschen unser Bildungssystem und stellt ganz bestimmt nicht äh, dem Pinguin eine Leiter hin, sodass der Pinguin die Möglichkeit hat, auch die Baumkrone zu erreichen. Hier wird eine Momentaufnahme sozusagen zur Situation im schulischen Bildungssystem gestellt. Da schreibt ein Vater: Mein Sohn hat gestern um 21 Uhr eine Mail bekommen, dass heute Morgen um 8 Uhr seine Abi-Klausur ausfällt, weil Schulen die Klausuren nicht downloaden konnten. Das ist bundesweit. Ist das so? Ja. Da wusste ich das ja vorher. Ich habe das in der Tagesschau ja. gestern schon erfahren. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, was, wie kann sowas, also was sagt so etwas übers Anekdotische hinaus? Das sagt das aus, was, was wir oft sagen, dass Bildung schlichtweg überhaupt nicht die Wertigkeit hat, dass man einfach nicht versteht, wie formativ wichtig Bildung ist. Bildung ist ja nicht nur für den Arbeitsmarkt wichtig, Bildung ist was für, das, für die, für das Selbstwertgefühl, für, die, für das Schlagwort der Resilienz. Also wie wollen wir denn durch diese ganzen Krisen kommen da ohne äh, Bildung? Bildung ist wichtig für eine Teilhabe über, ich muss jetzt aufpassen mit meiner Erwerbstätigkeit, äh, über die bezahlte Erwerbstätigkeit. Mhm. Das ist für mich ein weißer Schimmel, aber ist jetzt egal mhm. hinaus. Äh, also, äh, wir brauchen hier ein wesentlich größeres Ansehen. Wir sehen, auch dass Lehrerinnen und Lehrer im internationalen Vergleich ein ganz niedriges Ansehen in Deutschland haben. Da ist viel mehr zu tun, als nur das Geld reinzuschütten. Aber Geld wäre auch wichtig, ja. Noch, na, wir haben noch fünf Minuten. Wunderbar, wir, gut im Zeitplan. Deine Disziplinvorgabe wirkt gerade. Warum gründen Frauen so viel seltener Unternehmen? Da ließe sich Arbeit ja doch viel besser an eigene Vorstellungen anpassen. Ja, damit, ich hatte ja letztes Jahr den Vorsitz des Gender Equality Advisory Councils und wir haben genau dieser Frage ein Kapitel gewidmet und jetzt in Japan ist das wieder eine der Hauptfragen. Wir wissen, dass Frauen enorm gute Ideen haben, aber dass tatsächlich deren Unternehmen eine geringere Überlebensdauer haben. Wir wissen, dass Frauen viel seltener Venture Capital bekommen und zwar nicht nur seltener, sondern in deutlich niedrigeren Größenordnungen. Und wir müssen da spezifische, das ist auch die Forderung, die wir aufgestellt haben letztes Jahr im Rahmen von G7, viel größere finanzielle Töpfe zur Verfügung stellen, die wir im Moment auch erstmal für Frauen zur Verfügung stellen müssen. Sonst gibt es nichts. Und wir müssen vielmehr die Selbstständigkeit von Frauen in entsprechenden Coaching-Programmen und so etwas machen. Und da laufen jetzt die ersten Projekte an. Aber es ist höchste Zeit. Können wir da eigentlich, und zwar nicht ja. nur aufgrund dieser ganzen Frage von Selbstorganisationen und Selbstverwirklichung, sondern tatsächlich auch, es hat auch einen gesellschaftlichen Nutzen, das innovative Potenzial von Frauen zu nutzen. Äh, können wir da eigentlich was lernen von äh, Regionen des globalen Südens, zum Beispiel in Afrika? Äh, ist es das so, dass ein Großteil der Microcredits, also Kleinkredite, der Übergroße Teil wird von Frauen aufgenommen, die damit sehr erfolgreich kleinere Unternehmen ähm, ja. aufbauen. Ist ja. da was zu lernen für uns? Da ist was zu lernen, das macht äh, McCartan humphries äh, auch sehr äh, toll. Es ist einer der Abteilungsleiter am, am WZB, äh, der Direktoren, der sich genau mit solchen Prozessen äh, da beschäftigt. Und man äh, kann äh, davon lernen, weil diese Frauen ja auch entsprechend darauf. Vorbereitet und ausgebildet werden. Also, dieses schreckliche mhm. Wort des Enablings das sind ja auch Kulturen, die ja. wir erstmal verinnerlichen müssen. Zwei Fragen aus dem Jungen Naiv-Forum, die vor Gesprächsbeginn eingegangen waren. Wie schätzt du die gesellschaftlichen und individuellen Folgen der aktuellen Situation in Kitas ein? Zu wenig Plätze, zu wenig Fachkräfte, Diskussionen über mehr Helfer? Als ja, ich glaube, dafür reicht mein deutsches Vokabular nicht. Also, ich finde das äh, eine absolute Katastrophe, dass ein Land wie Deutschland dieses nicht geregelt bekommt, äh, weil es für alle, wirklich für alle Beteiligten, für die Erzieherinnen, für die Erzieher, äh, für die Eltern, für die Kinder, ein dergestaltes Stresspotenzial äh, hervorruft. Äh, dass wir äh, darunter tatsächlich äh, zu leiden haben, äh, nicht nur was die Entwicklung, auch was das gegenwärtige äh, psychische Folgen betrifft. Und wir sehen das ja an allen Daten äh, im Gesundheitssektor. Ähm, also an allen ja. Gesundheitsdaten, die sich dann ja. über Krankenkassen, ja. Kuranträge und so weiter und so fort ablesen lassen, das wollte ich damit sagen. So, und da, da stelle ich jetzt die Frage, wir haben eine Paralleldiskussion äh, eigentlich im Hinblick auf die Kindergrundsicherung. Da fordert die Familienministerin, 12 Milliarden müssten es mindestens sein. Und der Finanzminister sträubt sich energisch gegen diese Zahl, gegen diese Summe, sagt, so viel Geld ist nicht da. Und der sozialdemokratische Bundeskanzler scheint eher dem Finanzminister an der Seite zu stehen. Ja, da ist die Messe ja noch nicht gelesen, um da sozusagen meinen Papst anzuknüpfen. Mhm. Ähm, ich meine, die, die Kindergrundsicherung halte ich deshalb für absolut notwendig, äh, weil wir viel zu viele äh, familienpolitische Maßnahmen haben, wo wirklich niemand durchblickt. Äh, die geballt, die zusammengeführt werden müssen und äh, weil wir unglaublich viele Kinder unterhalb der Armutslinie haben und äh, wir können äh, sozusagen nicht auf der einen Seite lamoyant über und berechtigt, äh, also nicht nur lamoyant, sondern auch mehr als berechtigt äh, über Generationengerechtigkeit sprechen und dann gleichermaßen diejenigen, äh, die am bedürftigsten sind, unserer Fürsorge und äh, so hängen lassen, wie wir das im Moment tun. Noch eine Frage aus dem Forum: Forscht Frau Almendinger eigentlich auch zur Situation nicht akademisch gebildeter Frauen? Was ist mit der Kassiererin im Supermarkt? Davon liest man bei ihr nichts. Warum? Hat da jemand was überlesen oder ist das Forschung, ist das Terra incognita? Also ähm ja, also ich würde sagen, man hat da äh, überlesen, äh, weil äh, das ist jetzt ein Beruf, wo Frauen äh, in sogenannten Frauenberufen drin sind und ich mich sehr intensiv damit beschäftige, wie man Frauenberufe zu Männerberufen machen kann. Und wenn man äh, das jetzt äh, so interpretiert, als ob ich mich nicht beschäftigen würde mit jenen, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben, dann ist das auch so nicht richtig, äh, weil ich da ein ganzes Buch drüber geschrieben habe mhm. und eigentlich meine ganze Beschäftigung mit akademischen Frauen oder vielleicht eine Überbeschäftigung natürlich dadurch äh, auch äh, rührt, dass ich äh, natürlich äh, es mit akademischen Karrieren als Präsidentin des WZB zu tun habe und mit der Prekarität von akademischen äh, Karrieren. Man sehe nur diese äh, Befristungen und mhm. den hohen Anteil unbefristeter äh, Leute. Ähm, das trifft den wiederum, niedrigen Anteil ja. von unbefristeten Leuten. Gut, aber das ist jetzt wieder der, der akademische äh, Bereich. Nicht? Sicher, aber ja es ergibt sich, ich, ich verstehe diese Frage perfekt. Äh, sie ergibt sich daraus, dass ich natürlich wissenschaftspolitisch sehr viel äh, daran arbeite, wie man äh, eine bessere Karriereorganisation hinbekommt äh, von insbesondere Personen nach dem Doktorat zu mhm. einer Professur. Und äh, ich mit Sicherheit, grosso modo, in meinem tagtäglichen Geschäft dazu viel mehr schreibe als über die Verkäuferin. Meine Forschungen jenseits jetzt meines Arbeitsge meiner Arbeitsinhalte als äh, Leiterin einer solchen Einrichtung sind aber meines Erachtens so, so sozialselektiv überhaupt nicht. Drei letzte Fragen aus dem Chat. Was denkst du über die letzte Generation und ihre Aktionsformen? Ähm, ich äh, finde, dass die äh, aktivitäten äh, dieser generationen absolut notwendig sind. Ähm, und ich freue mich auch darüber, äh, dass es eine solidarisierung gibt. Äh, aber ich habe ja in diesem buch äh, drei grad mehr äh, leider auch gezeigt, äh, dass äh, diese letzte generation eigentlich gar nicht eine geschlossene generation ist, sondern dass sie sich leider nur zusammensetzt wiederum aus äh, sehr akademisch gebildeten Personen zum einen und zum anderen äh, hier nur von äh, überhaupt 40 Prozent äh, oder 35 mhm. Prozent dieser Generation unterstützt wird sodass ich äh, erhoffen würde, dass diese sogenannte letzte Generation, welches ein Drittel dieser Generation ausmacht, äh, eine breiten Wirkung erzeugt. Und das ist tatsächlich der Generationsgedanke, so wie wir ihn fassen, äh, und damit auch dieser soziale Bewegungsgedanken äh, viel breiter und damit auch wirkungsvoller wird. Ich vermute, die Frage bezieht sich dann auch auf Aktionsformen wie äh, Hände auf der Straße festlegen. Ja, äh, da äh, befürchte ich, dass es. Äh, dass die, da warten wir auf Forschung, dazu machen wir auch Forschung, dass die Unintendierten folgen, nämlich dass es eher äh, sozusagen äh, eine soziale Entwicklung stoppt, als dass sie sozusagen die Akzeptanz fördert, äh, bewirkt. Wenn du eine Pflicht für alle Bürger äh, in Deutschland oder der EU, sagen wir Deutschland, einführen könntest, welche wäre das? Ja. Äh, für eine Person, der es miserabel geht, Verantwortung zu übernehmen. Frage an die Soziologin. Du kommst, das hast du betont, aus der empirischen Soziologie. Kannst du was mit Harald Welzer oder Hartmut Rosa anfangen, beziehungsweise teilen aus deren soziologischen Aussagen und Überlegungen? Ich äh, lese Hartmut Rosa sehr gerne, äh, auch Herrn Welser. Wenn man mich jetzt auf das Welser-Brecht-Buch beispielsweise anspricht, mhm. was ja nicht der Fall ist, dann habe ich damit meine Schwierigkeiten. Aber das ist ja noch mhm. das Schlusswort. Achso, ach du hast noch weitere Fragen. Also ja, äh, äh, Entschuldige, ist, ich ja, habe ja, jetzt ja, nur darauf reagiert, ja, ja. das ist noch ja, eine Frage. Ja, ja, das, war, weil, das waren die Fragen. Ähm, äh, aus dem Chat. Und jetzt kommen deine. Jetzt kommt eine, ein, ein, kleiner Dis, ein kleiner Disclaimer. Du hast ja vorhin gesagt, ja, dein Vater war Architekt und das hat dich dazu gebracht, wissen zu wollen, wie die Gesellschaft, der gesellschaftliche Bau funktioniert. Mein Vater und Großvater waren auch Architekten und das hat auch mich zur Soziologie Ach. gebracht, wie auch die Erfahrung bei dir war es. Ähm, Kirschen entsteinen. Ähm, bei mir war es dann die Erfahrung äh, auf dem Bau und in das der ist in Das der, ist doch so typisch weiblich-männlich Ja, ich wollte es gerade sagen. Ähm, war, das, war das tatsächlich so, dass dein Interesse ähm, an der Funktionsweise von Gesellschaft ähm, so stark biografisch bedingt ist? Ist das mehr als eine Anekdote? Es ist mehr als eine Anekdote, weil ich äh, tatsächlich äh, eigentlich in, in vollkommen andere Fächer rein sozialisiert wurde. Ja. Also mit meinem, also damit konnte niemand so richtig was anfangen mit meinen Sozialwissenschaften. Haben deine Eltern, wenn sie es dann noch erlebt haben, ähm, ihren Frieden damit gemacht, als du dann erfolgreiche Sozialwissenschaftlerin wurdest? Ach nein, so lange hat es gar nicht gedauert. Um Gottes willen, ich bin schon in einem toleranten Elternhaus aufgewachsen. Nein, nee, so. nee, nein. Jutta, danke nee, nee, schön, nee, nee. danke für deine Zeit, deine Energie, deine Antworten, der Wunsch. Danke hast für die du... Fragen und äh, insbesondere mhm. an alle, die im Chat gefragt haben. Es ja, hat nicht. mir Spaß gemacht. Das waren tolle Fragen. Ja, siehst du. Und wenn du nochmal kommst, dann äh, wird das bestimmt fortgesetzt werden. Vielleicht überlegst du noch mal, ob dein Diktum von vorhin, das waren zwei Stunden, damit ist alles gesagt, ob das mhm. wirklich schon das allerletzte... Also habe ich nicht gesagt, es ist falsch zitiert oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich äh, war nur mal in äh, diesem Zeitformat äh, mhm. äh, alles gesagt. Bei, und äh, das, ba, ba, war, das Zeit, war open. Und ich sagte, ja. wir sind bei der Zeitschriftzeit, ja. äh, bei diesem Podcast. Und das Einzige, was ich vorhin sagte, wir sind ja jetzt nicht in diesem Podcastformat. Okay. So. Gut, also... Ähm, ich entnehme dem, dass du eine, äh, ein erneutes Erscheinen hier wohlwollend prüfen wirst. Vielen Dank. Wenn es interessante Fortsetzungen gibt, ja, dann muss ich aber erstmal was Neues schreiben wahrscheinlich. Guter, <laughs> danke schön. Ich danke dir. <laughs> danke ich danke für, euch beiden und ich danke äh, insbesondere jenen, die zugehört haben, ja. die äh, sich hier aktiv beteiligt haben. Das finde ich super. Und denen danken wir äh, auch, vor allem auch denjenigen, die durch... Äh, Ihre Unterstützung dazu beitragen, dass es dieses Format überhaupt gibt. Ihr wisst, ohne euch und ohne diese Unterstützung wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank. Ähm, wer im vergangenen Monat in der Form dabei war, jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.